dass so viele Leute in Aufenthalt sind aus verschiedenen Milieuen, sowohl aus der Landwirtschaft wie dem Naturschutz. Eigentlich, ich meine, das wäre schon die erste Aussage von den Oven in dem politischen Milieu, dass Biodiversität und Landwirtschaftspolitik ein Thema ist. Für ein ganz reihe Leute, auch wenn es an den Wahldiskussionen, die low medial rüberkommen, sie vielleicht noch nicht zu dem Thema war, aber die Präsenz von den Oven weist, wie viele Leute um Herz leid, und dass es durchaus wichtig ist, dass das noch mehr an den Fokus von den Diskussionen und von der Politik geregelt wird. Dafür auch merci, dass dir die Präsenz in Oven weist, wie wichtig das Thema ist. Als Movement Ökologie freuen wir uns natürlich auch immer, wie ein Themen diskutieren wir oben an so einer Table Ronde, die uns kennen. Die wissen, wir hatten da ganz viele Pläne gehabt. Die Energiepolitik und Klimaschutz, also ganz zentralen. Wir haben uns wirklich an diesem Jahr ganz bewusst dezidiert dafür, wie das den Thema, die vielleicht manner am Fokus steht, an der öffentlichen Diskussion, eben die von der Biodiversität und von der Landwirtschaft, das kann ja die von der Klima, Energie, was Table Ronde betrifft, primiert. Wir haben noch einen am Oktober zum Wurstem, wo ich auch schon ganz herzlich will anladen, weil das ja auch ein ganz bisschen das ganz schabroniert. Ich weiß noch nicht viel inhaltlich, ich moderiere den Abend, ich finde, es geht ja immer gut, Kopf, Bad Kopf, ist in der Bad Kopf den Abend, nämlich an dem ich, hast du den Vertreter hier um das Schwert draufhalten, wenn du ein bisschen lang gehst, dafür darf ich weder sie, mit mir Rose sind, nach dir so, weil das hat du einen frischt. Ich mache mein Best, weil wir haben eigentlich, wie das so ist, einen taffen Zeitkontingent. Das ist so, dass wir den Abend an zwei Blöcke angedeelt haben. Den ersten Block aus dem Thema Landwirtschaftspolitik und den zweiten Block aus dem Thema Biodiversität. An all Block werden so 40 Minuten dauern. Wir machen nur kein Chrono, wo wir auf Minute gucken. Wir an all Intervenants werden dann heute so 3-4 Minuten haben. Was ehrlich gesagt ist, nicht enorm ist, wo ich kann antworten kann. Das ist der Schwer, wenn ich die Parteien will, um dich sitzen haben. Wir machen so, dass wir, so dass das ein Auflauf mitkriegt, bei all Block kriegen 4 Vertreter, die hier oben um dich sitzen, aus sich aus ihrem Parteiprogramm vorgestellt und dazu eine Frage gestellt. Und die anderen 4, die keinen Auszug kriegen, die sind aber gebeten, Position zu holen, also sich anzumischen. Was mir lieb ist, was besser, das machen wir als schon in Wut gerne lieb ist. Und dann am zweiten Teil kriegen dann die Leute, die nicht aus dem Wahlprogramm am ersten Teil hatten, den zweiten. Ich werde die Generalmoderation machen. Der Claude Petit wird als unser Landwirtschaftsmensch den ersten Teil Frage stellen. Und den Piers Jacques wird als Biodiversitätsmensch am zweiten Teil eine Rolle überholen. Voilà, ich hoffe, Mengen, dass es ein bisschen klar ist. Die Leute, die Frage gestellt kriegen, kriegen natürlich ein bisschen mehr Zeit, für zu antworten, wie die Leute, die intervenieren. Also die erste aus der Feierrunde, die darf ein bisschen mehr lang aushöhlen, die du eigentlich vorgestellt kriegst, und dann zweite Runde die andere. Dann will ich aber auch den Vertreter von der Partei in herzlich merci sagen, dass sie zugestimmt haben, in den Oven zu kommen. Es sind von den Polen durchgeschwert gegeben, dass es die Frauenquote nicht gerade immens ist. Und dass ich die nicht kompensiert kriegen. Ich war ein bisschen blessiert. Nee. Ich meine, das einfach so, dass alle Parteien gefragt wird, wen der Sprecher an dem Thema ist. Und das ist dann wohl die Situation. Ich meine, es gibt genug zu machen, meine ich noch, für die Rolle von der Frauen in der Gesellschaft nur 14 treiben. Wir mischen uns nicht an, für uns bei der Verteilung von wen eine Partei delegiert anzumischen. Ich weiß, dass bei den Grünen gesperrt ging, ob der Minister soll kommen oder der François. Joël Welfinger als Minister, François Benoît als Sprecher für Landwirtschaft und Biodiversität. Und Herr Nouveau war der Schwarmengen an dem Sinn einfach, weil der François Nouveau Zeit hat, und Joël Welfinger nicht. Das war also weder ein Schwarm für. Also, das war. Voilà, süß wird zu sein.
den François Roy heizen, sie mir sind doch froh, ihn heizen zu können. Ich ging dann lancieren. Ich meine, die sind nicht mehr da stehen von den Vertretern von der jeweiligen Partei. Und dann sagten sie, und sie stellen sie mir einzeln vor, die Minute haben wir gewonnen. Nach dem Teil von der Frauenrunden sind es natürlich Zeit, für die Frau und die Saal zu machen. Und ganz, ganz wichtig, da noch geht der Pott. Und noch mal Tipp und ein bisschen per Surprise, für das wir noch können, nur der Tabellerrand zusammen ein bisschen zu schnissen. Also, nicht fortlaufen ihre Riveras, weil Strophe, kein Patwein, kein Schnittchen und so weiter. De Jacques feiert kurz an den Thema an, für den Challenge durchzulegen, ihre dann um Klo, das für die Frauen zu stellen. Wir wollten mal einen kleinen PowerPoint lassen, ein bisschen zu weisen, wo das den Weltbiodiversitätsrat, die PBS, hat für ein paar Jahre Alarm geschlagen. Next slide. Blanche. Ah ja. hat Alarm geschlagen, dass wir für einen großen Erde stehen. Wir sind ungefähr 1 Million Erde von 8 Millionen sind weltweit bedroht. Und die Bedrohung spielt sich natürlich auch zu Lützburg durch. Haben wir ein paar Lebensräume, die wir gesehen, die wir kennen, auch von uns, zum Beispiel Erdreich, Meiwiesen, Lebensraumtipp, den zum Beispiel zuletzt durch immens bedroht ist. Next slide, wenn schief. Das führt dazu, dass wir mal alle 6 Jahre Reporting machen auf Brüssel, das heißt, über Bioindikatoren gucken, wie ist der Erhaltungszustand von den Lebensräumen an den Erden halt zuletzt durch. Dass es da relativ viel Rot an Gel sieht. Ich meine, das ist immer ein bisschen froh, für wer das der Milan oder die Flantermaus. Man ganz einfach für den Erhaltungszustand von den Lebensräumen schlecht, das Rot, Gel ist ungünstig, an einem Gring ist gut. Und ihr seht, dass 2/3 von unseren Lebensräumen an einem schlecht, respektive einem ungünstigen Erhaltungszustand sind. Die Entwicklung geht auch weiter, wenn wir als Dächte nur gucken. Eine Richtung? Ich drücke ganz fest, kann ich das so tun. Ja? Yves, es geht nicht. Sorry. Ja. Eigentlich sehen wir zum Beispiel, Lo, dass man. Da kann ich selber. Das du kann ich selber ein bisschen bestimmen. Das ist zum Beispiel hier ganz klar. Ich habe viel gesagt von dem Erdreich Meiwiesen. Also das sind Heewiesen, wo früher hier gemacht ging. Das haben wir, wie gesagt, an den letzten so viele Jahre über 600 Hektar zerstört, das ist ein Lebensraum, den europäischen Schutzstatut hat, der Tisch, der verschwunden ist, aber natürlich mit den bleireichen Hefisen natürlich dann auch die Arten, die darunter gebunden sind, der Tisch, die ganzen Insekten, Paperlicken und so weiter. Und man hat zwei Phänomene zu kämpfen, das eben den Phänomen, dass eigentlich die Bleiwiesen, die Meiwiesen, die Flott, Blumenwiesen nicht mehr geht, oder dass man kann auch nicht mehr erleben, das ist so Shifting Baseline, das ist auch als Generation erlebt den nicht mehr. Und der zweite, das ist natürlich auch den Loss of Experience. Das heißt natürlich auch dazu, dass man zum Beispiel in Deutschland Moosen, dass 2/3 von den Insekten ausgestorben sind. Beispiel mit den, Windschutzscheiben, das ist natürlich ganz klar auch ein Beispiel dazu, wo du hast. Wenn wir da weitergehen, wie gesagt, sehen wir, hier, dass natürlich nicht ungleich, dass ein bisschen ungleich verteilt, wie ein Lebensraum aus schlechten Erhaltungszustand sind. Die Grafiken haben sie rausgeholt aus einem Bericht vom Observatoire de l'Environnement Naturel. Und wir sehen hier ganz klar, dass es hauptsächlich Offenland-Lebensräume sind. Ne? Das heißt, Büscher, ich will nicht sagen, dass sie super sind, wir sehen aber zumindest relativ guten Zustand, wie wir sehen, hauptsächlich das Fischgebiet an hauptsächlich Offenland Lebensräume, der Tisch, als Wiesen, Acker und so weiter, dass die sind, die negativ sind. Und einige sehen dann nicht nehmen, dass sie negativ sind, aber auch, dass sie zum Teil auch noch eine Negativ-Tendenz sind. Wie gesagt, habe ich schon einige von denen Meiwiesen erzählt, wo ich ganz klar gesagt habe, das ist der Grund, ne, das ist ja für die Novendheit sind, war das der Grund von dem Rückgang an, gesehen, dass natürlich ganz klar oft den Angriff vom Mensch, ne, das sind menschengemachte Lebensräume, Angriff vom Mensch, zum Beispiel die Verdüngung, eh von den Hauptgründen, dass wir die Lebensräume zerstören. Gehen. Wenn wir da weitergehen, bei Dachten, also ähnlich, das ist auch im Rot an einem schlechten Erhaltungszustand, Giel an einem unbefriedigten Erhaltungszustand, Gring an einem guten Erhaltungszustand, und noch hier sehen wir rum, dass es gerade die Achte sind, Fischel, an Erden, die an dem Oppeland leben, der Tisch, an einer Agrarlandschaft. Und das ist auch, wie man die zwei Lebensräume die verbunden nun, will man natürlich die zwei zusammen gesehen. Das ist wirklich nicht evident. Ein anderes Beispiel, wo man auch
zusammen mit Natur und Umwelt einen Plan bei der EU-Kommission angeregt und als zum Beispiel Entwicklung vom Feldhang, Trierfang, früher in aller Welt, 10.000 Koppeln zu Lützeburg. Doris, das Heibanne, kannst du das letzte Stand? So, wann schifft? Wo passt du? Also nach zwei Dieren am Kebrutno weiß mit zu Lützeburg, das ist ein Erd, die man muss ein paar Jahre werden, sie als ausgestorben, muss deklarieren. Für Wert will natürlich ganz klar, auch den Lebensraum vorstellen, was ist das für ein Ausso oder wofür steht dann lo Fokus, Herr Magirus? Ich hätte die Frage gelesen. Okay. Ja, dann mach ich lo. Ja. Ja. Ich habe schon bald die dritte Frage erwartet, weil ich schon effektiv auch ein Programm durchgelesen und den Satz gesehen habe. Ich habe gesagt, darüber fallen wir los, wir schulden aber gerne zur Position. Notamment zur Flammtermaus. Ich habe eine kleine Anekdote, wie ich als Gemeindekonseil die Zeit noch für die Gering zu Asch am Gemeinderat zu hatte, mir eine ganz lange Sitzung über den Bau von einer Schule zu Asch, die aber leider an einer Einflugschneise von einer Flammtermaus lag. Du hast da gesagt, dass von verschiedenen Leuten kann ja ohne ziehen, dass ein Fledermaus den Bau von einer Schule, die dringend notwendig ist, retardiert oder sogar nicht möglich ist. Und da muss ich aber auch sagen, und das sehe ich auch nach immer, dass wir der Meinung waren, dass die Schule natürlich muss gebaut gehen, aber dass die Schule so muss gebaut gehen, dass die Flammtermaus aber noch kann ihren Habitat behalten. Du hast dann eben Konsens von gehen, für das Ganze so umzugestalten, dass die Lokalisation von der Schule ein bisschen umgeändert wird. Und entretemps hat die Schule auch den Namen gewechselt an die Hegelow bei der Flammtermaus. Was ich da wohl so sagen, dass das ist nicht Fokus, die Leute so sagen, Repun mehr oder Männer sind ja noch genug da. Nein, wenn das just nach zwei da sind und die Welt in Renka kann kriegen, dann ist es nicht egal, ob mehr oder Männer ist. Das heißt, wir stellen halt nicht für und Natur, ich persönlich stelle Natur für und alles. Was man da hauptsächlich wollte so sagen, dass du hast ja im Moment ein bisschen die Kritik und der Geringer Partei, die viele Leute falsch verstehen, weil ich meine, die Geringer Partei hat ja sich ein ganz verständliches Programm, notamment, was die geringen Themen überlangen. Sie geht als Verbotspartei durchgestellt. Sie geht als Partei durchgestellt. Wenn der vielleicht von Ihrer Partei gibt, schwätzen dann. Ich will nicht nur nicht mit einer anderen Partei halb durchsetzen. Nein, weil ich klar, weil ich will so. Nicht viel doof lenken. Ich lenke nicht doof. Politiker und Politiker in general, meinen, ich müsste mal an einer echten Phase hier Vorbildfunktionen rumkriegen. Weil die Biodiversität und Naturschutz als Konsens in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft als Zum von jedem Einzelnen. Und jedem Einzelnen kann etwas zur Biodiversität beidrohen. Und dazu gehört dann aber auch eine Vorbildfunktion von der Politik. Und solange die nicht mehr da ist, oder bei den Leuten nicht mehr so verstanden wird, haben die Leute auch nicht mehr Lust, für unbedingt die Vorbildfunktion selber zu machen. Ich gebe ein Beispiel. Biodiversität. Wir können nur so in alle Kompensationsmaßnahmen für Biotopen, die längst jetzt verschwunden. Ich komme von Asch, du hast bald nicht mehr gering, außer der Galliebirsch. Die gehen dann irgendwo am Norden zusammengesetzt. Biodiversität ist, dass die Natur auch muss zurück an Stier und an Tier verbringen. Biodiversität ist ein Froh auch, die was, ganz nur mit dem Wurst zum Zusammenhängen. Was wird dann der Maßnahmen? Ganz konkret. Wir haben eine Rutschmaßnahme proposiert, zum Beispiel über die Wurst zum Schwarzen. Nein, zur Biodiversität. Die Wurstumsdiskussion ist in drei Wochen, weil wir kriegen die Wurstumsdiskussion nicht abgemacht. Nein, ich sage. Weil sonst, aus dem Patano. Die Sorte hat ein ganz Party-Mesuren, dann wir wären. Ja, dazu gehört zum Beispiel ein amphitheorisch Bau und Perspektiv für den Staat. Dicht baut auf Plätzen, die angebunden sind und ein Schienennetz oder ein Transport en commun, und nicht weit weg liegt von da, wo die Leute arbeiten sollen. Das ist schon ein erster Schritt zur Biodiversität, weil das feiert dazu, dass viel mehr nach verkehrweise Straßen ist. Das feiert dazu, dass ein Dorf vielleicht auch zu einem Dorf geht und nicht zu einer Durchgehungsstraße und dass Leute an dem Dorf sich irgendwie daheim fühlen. Die zweite Propos, die wir machen, und das ist nicht ein Mechanismus, das ist einfach, und ich komme ein darauf zurück, der Fakt, dass eine Gemeinde zum Beispiel, oder auch der Staat sieht, den die Leute sehr viel Gärtchen eine Bärmutpflanze geht, die kriegt von uns eine finanzielle Unterstützung. Also du vergisst ja den Naturpakt, ich meine, das ist etwas, was das du gehört nicht ganz klar, ja, das ist für mich ein Strauß, wo irgendwann ein Allmensch ein Steg hat, möchte, als kein Strauß mehr, wo irgendjemand Lust hat, hat nur dann Backblumen für uns zu setzen. Herr Mangerus, der sieht ja auf den Code und der wisst die Bedeutung von wir da. Ich weiß die Bedeutung von wir da. Und ich freue mich dann aber, ob so ein Ton wie
Dobau kann aber nicht alle Flandermaus, alle Rode Milan und alle DAX am Einzelnen über die Entwicklung von der Infrastruktur schreiben. Das heißt, dass man muss das einen Anklang finden muss. Das ist aber nicht einfach ein Ton, den ich nicht vorbild habe. Das. Ganz ehrlich, für eine serene Diskussion über Themen. Also für ich als Jurist noch ein bisschen zu helfen, geht ihm den erheblichen Angriff an bedrohten Erden. Ne? Also für nachher den Satz, um den Kontext zu setzen, weil das ist ja auch schon der Satz aus dem ganzen Programm. Und wenn ihr also das Programm durchlässt, dann wir sehen, dass wir echt da mehr gering sind, wie nicht gering genug. Wir wollen sowohl ein Flandermaus wie die Rode Milan, wie die letzten zwei Rebhühner schützen, aber wir wollen aber auch, dass man nicht dadurch eine Infrastruktur, wie die wichtig ist, die auf der anderen Seite vielleicht viel mehr ökologische Katastrophe mit sich bringt, nicht kann realisiert gehen. Das heißt, wir müssen einen Konsens finden, die Rief von der Leben zu lassen oder in einen neuen Habitat zu finden und trotzdem zu bauen, aber ohne Loh, ohne Valut, Plätze rauszusichern, wo ihr könnt vier drin Etüde machen, um zu gucken, ob ihr überhaupt die richtige Plätze ist, für zu bauen oder nicht. Das ist, wir sind der Meinung, dass ein Dom muss viel mehr einen Anklang finden zwischen der Natur und zwischen der Infrastruktur und der Bauoffensive, die man muss machen, weil sonst können wir ja heute zuletzt nicht mehr weiterleben. Gut. Merci. Dann, wir lassen die letzte Frage und dann ist mein Austausch. Ich meine, die minimale Intro. Und den Herr Polidori, von dir darf doch ein bisschen mehr, weil der hat noch nicht viel das Wort ergriff. Es ist ganz ehrlich, ich habe schon geholfen, die Zitate da rauszischen. Und es war ganz schwer, bei den Piraten aus und zu der Naturschutzpolitik zu fangen. Also du zum Wasser bist und du zum Busch, muss ich so auch im Kontext mit der Jurst ausgründen, ob die immer noch nicht angehen. Mit zu der Naturschutz oder Biodiversität, als das dort nicht gelungen, eher Instrumente, außer auch noch Männer Dreck an die Natur geheien. Ganz ehrlich gesagt, Jacques? Ja, also wie gesagt, gedenken Sie einen Fonds für Naturkatastrophe, wo ihr dann eine Fee bekämpft, wie gesagt, eine Dreck geheien an Puppel, das ist auch manchmal nach Hitfried gut. An der anderen muss ich so, wenn ich das hier lese, sehen, okay, das kann man Hitfried heim durch unterschreiben. Und ich frage mich dann, wie sind eher konkret Pläne oder respektive mit Fingern mesure, weil die den Erdenschutz respektive den Biodiversitätsverlust zu Lützburg stoppen. Vielen Dank, merci. Ja, also für uns, wie gesagt, doch, wieso da haben wir keine konkreten Ideen dran. Was mal wichtig ist, also mit den Programmen, wie sie rundherum sind, Sachen, wie sie im Moment da draußen und die Bürger umgehen, für Sachen umzusetzen. Ich denke, das sind für uns auch die richtigen Instrumente, das ist auch die richtige Richtung. Wir sehen aber, dass vielleicht Dupac falsch ist. Dass wir vielleicht nicht an die Sensibilisierung mit den Bürgern, wie für auf den Zitat zurückzukommen, wieso machen die Leute nicht mehr, wie man hier geht. Da ist für uns wichtig, dass man die Leute macht, mehr mit Abbahnen, mit Kampagnen, für zu erklären. Und auch für die Problematik, die wir heute tun mit der Biodiversität. Die Leute wissen nicht, und wir denken auch nicht genug, für auch konkrete Sachen, Mesuren umzusetzen. Und da ist, wo wir am Programm mehr Sachen stehen, dass man die Leute müssen mehr mit abbauen und die Leute mehr erklären, für die Sachen eben umzusetzen, wo muss es umgesetzt gehen. Das ist die Biodiversitätsverlust, das ist ein Problem von der Nicht-Conscience von dem Einzelnen. Das, wir haben viel über die Landwirtschaft gehört, das ist natürlich auch klar, da ein Effekt, den du hast. Aber auch da denken wir, also vielleicht kurz darauf anzugehen, ich hoffe, wie gesagt, nicht dazu gesagt, aber da hast aber auch, denken wir, den die Ausspielung zwischen der Biolandwirtschaft und der konventionellen Landwirtschaft haut immer noch so gegen den anderen. Und wir sind, da auch ein Programm ist, komplett für eine Biolandwirtschaft. Wir denken aber auch, dass wir so müssen. Wir sind aber auch bei der Biodiversität. Ja, okay. Ich meine, just, denke ich, darauf zurückzukommen, konkrete Mesuren für sie umzusetzen. Ja, also sind die dritte Sachen, denke mal, für Leute geht. Und auch Großflächen, mehr Blumen zu setzen, respektive Großparkingsflächen, um eigentlich das zu modellisieren, wie sie heute sind. Die Durchgängung von den Städten, was er erzählt. Genau. Das mit großen Städten sind heute immer bei der Gezahle angefangen umzusetzen. Mit großen Städten, wenn man nur eine große Städte sind, ist ganz wenig Geringes dran. Okay. Natürlich nur an den kleinen Städten oder kleinen Städten, also die Männer, weil vielleicht rundherum mehr. Noch mehr Flaschen sind, wo gering sind, mehr mit einer Großstadt, Asch, etc., dass du ganz wenig hast. Okay, merci, Herr Polidori. Kann ich vielleicht. Ja, ich wollte vielleicht vorher noch weitergehen. Ja. Wie gesagt, wir haben immer vier Parteien dann zu dem Thema gelöst, dass vielleicht dann Jana Partei noch kennen. Dort selbst. Jeff, cool.
Maja, ich wollte so, wenn wir da von konkreten Mesuren schwätzen. Also ich meine, das ist wichtig, dass wir eine Menge Approche kriegen, an die also ein bisschen verloren gehen, dass wir mal vielleicht einen Baum oder einen Heck pflanzen in der Landwirtschaft. Und die haben wir nicht, weil wir fährten an den verlaufenden Erden am 20. Februar, Jenny und Manni, wird der Flur für alles klingen, was irgendwo könnte, Platz machen. Wenn man fährt, wenn der denke, ob könnt, an ich baue irgendwo, dann muss ich bezahlen, dann kriege ich ein Protokoll und so führen. Und das war sieht, also wie andere machen. Das lief? Wie andere machen. Aber das war die erste Approche, war gut. Ich habe gestern nach von der Ministerin am Kader vom geringen Wertprogramm, dass die Kompensierung zum Beispiel am Perimeter nicht so geguckt hat. Weil das da, wo es wirklich K sind da ja, also die Arbeitskräfte sind da ja, in nicht an derselben Moos eine Biolandwirtschaft in Europa betreiben kann, wie in vielleicht der Bulgarien, Rumänien oder in anderen Ländern, die rein Agrarländer sind oder deutlich mehr Agrarboden haben, wo die Boden bei weitem nicht das kascht, aber mehr ertragreicher ist auch vielleicht nach, dass man da nicht gegenhalten kann. Das heißt, für uns als einen totalen Umstieg, ob Biolandwirtschaft langfristig halt zu Lützeburg mit den Gestehungspreisen, die wir für die Produkte da brauchen, nicht möglich. Deswegen müssen wir, und das haben wir lange breit erklärt, das tut der Lohn nicht heilbringen können, das ist ganz klar, gesagt, dass konventionelle Landwirtschaft so beroden und so gefördert gehen muss, dass es umweltmäßig auch da Resultate erreicht, gehen am Mesio schon ein bisschen auf dem Weg. CSV hat ja gerade auch gesagt, dass hier auch die ersten Schritte gemäht gehen. Aber wir müssen erst bewusst sein, dass alles Bio auch nicht Lösung sein kann, und das vielleicht ein bisschen provokativ von uns an das Wahlprogramm reingeschrieben gehen, weil je nachdem, was für ein anderes Wahlprogramm hier liest, meint den, das konventionell wird ganz gruselig und ganz furchtbar. Ich meine, die zwei haben eine Berechtigung, ich und die zwei haben meine Klientel, kann ich euch so, und ich betreue sowohl Feibestände an dem einen Sektor wie an dem anderen. Ich respektieren die Arbeit sowohl von dem Mengebetrieb wie von dem anderen. Mir ist sogar der Schuss, wir müssen passen, dass wir nicht, also die Sätze, wir respektieren als gegenseitig hoffen, dass das der Fall ist, dass sie sich gegenseitig respektieren. Nee, nee. Was will ihr da ganz, ganz konkret machen? Ganz, ganz konkret, so dass zwei Instrumente, die dir gibt, als nächste Landwirtschaftsminister, alle haben zwei Instrumente, die dir noch entgreifen. Also, zwei Instrumente, nicht zwei Thesen, wir schwätzen zusammen, zwei Instrumente. Maja, wir müssen ganz klar, denn das, was die Biolandwirtschaft für uns am meisten krank ist, im Aufsatz. Wir müssen dafür sorgen, dass hier am Land ein Aufsatz entsteht. Der geht eigentlich auch nicht mehr über das System, den der Lab, dass die Produkte zu einem konkurrenziellen Preis kommt, am Vergleich zu den anderen Bioprodukten aus dem europäischen Markt. Und dann das, wir müssen ganz konkret den konventionellen Bauern helfen, dass wir gerade für die Hoftorbilanz, ich war 24 Jahre mit dabei, hier sitzen ein anderer am Saal, wo wir die erste Hoftorbilanz damals beim Herdbuch Haut Convis gerechnet haben. Die Hoftorbilanz ist sicher eine ganz gute Meier, aber wir müssen gucken, dass wir da den Ansatz für den Dünger, Phosphaten, also viel und so weit wie möglich reduzieren. Dafür brauche ich natürlich Berodung. Ich behaupte aber auch, dass schon eine ganz Reihe gute Berodung halt zusätzlich gemäht ging. Wenn ich gucke, ich komme aus einer Gemeinde, die Low-Wasserschutzgebiete hat. Wir haben eine Nopische Gemeinde am Müllerdal, die hat Großwasserschutzgebiete und da wird ganz gut Berodung gemäht. Aber wir bringen nicht fertig, dass wir ganz gut Wert dabei ist am Wasser hin, die vielleicht teilweise besser sind wie an anderen Bezirken, wo vielleicht mehr Bio aus wie bei uns, wo mehr konventionell ist. Okay, vielen Dank. Merci. Dann ist die letzte Frage im Bereich Landwirtschaft. Und da kann eigentlich jeder reagieren, die will. Ob das ganz geht und den Gary Dieterich von Die Linke. Kann ich ihm vielleicht Frage geben, weil wir gesehen haben, wie gut die Natur steht. Gut, und der? Ja, ich meine, das, was da schreibt, also eine schöne Gutsumme, auch da wird man wissen natürlich, wie das konkret wird umsetzen. Der spricht auch von Diversifikation, von der Produktion. Bei welcher Diversifikation will er da umsetzen? Aber mit welchen konkreten Maßnahmen, Reformen, außer Subventionierung, will er da vorgehen? Ja, also ich meine, was da hier drauf steht, dass am letzten Deal Tab Instrument wäre für die Bauern, die den Transition machen zu der Biolandwirtschaft, eine Schuldenerlass für die Bauern, dass sie Planungssicherheit haben, für, weil sie den Schritt machen, ihre ganzen ökonomischen Plan umzuwälzen,
Schulden zu lösen und dass sie dann mit Planungssicherheit können hier eine andere ökonomische Basis aufbauen und dass man da auch ich meine, man muss ganz muss am Anfang, also im Moment, dass wir bald Müllisch Wirtschaft erdient sich, was ökonomisch interessant, rentabel ist. Dafür geht er ja auch immer mehr rup, dafür haben wir immer mehr Fee und wir sind, dass wir alles gesund gehen. Aber wenn wir das wollen, davon wegzugehen, dann muss man den Bauern am Anfang valorisieren für die Aufgabe, die für die Allgemeinheit möchte. Der Bauer muss Landschaftspflege, der Bauer, wenn er mehr diversifiziert schafft, dann sorgt er dafür, dass Biodiversität erhalten wird. Und da muss er noch für die Aufgaben, da gibt es ja schon eine Reihe Prämien, aber er muss viel mehr konsequent für die Aufgaben eben noch valorisiert gehen und das muss anerkannt gehen. Und das ist eine andere, das kann ja nur vollziehen, wenn das der Schritt ist Richtung Biolandwirtschaft und da soll ihn dadurch dementsprechend unterstützen, den Schritt, weil wir sehen, dass wir nicht schnell genug dahin kommen Richtung mehr Bauern, die Biolandwirtschaft machen. Das andere ist natürlich Diversifizierung, als natürlich auch der Gemeinsubau, wo Lützburg noch nicht an alle Regionen die besten Konditionen hat, mit keiner Regionen wie Tölzestall oder so, wo, wo gut dafür geagent sind, wo man aber keine besonderen Mesuren für das eben noch mehr zu machen. Aber generell, und dafür sind wir ja auch an unserem Programm für 2050 die 100%ige Biolandwirtschaft zu erreichen, war das große Ziel, also in Effekt, das Ziel muss in sich aber gehen, und muss in sich die Instrumente geben, für dahin zu kommen, weil bei der Biolandwirtschaft ja einfach die Zirkularität bewahrt wird, dass das war den das war der Verfieder, doch da, dass wir die selber aufbaut. Und dadurch kriegt ihr noch schon eine Diversifizierung, die nicht nur fei auf der Weg stehen, die du für die Mölle stehen, aber die noch sein eigenen Tee und so weiter, sein eigenen Futter, wo ihn aufbaut, und da kriegt ihr verschiedene Kulturen dahin. Aber natürlich als muss ich gucken, wer den am Gemeinsubau kann machen, weil du eben just 3% überhaupt von unserem eigenen Konsum zu Lützburg ich meine, also, dran läuft. Merci. Wir haben Programme durchgehen, also ich meine, eigentlich also ein gewisser Konsens für den Gemeinsubau zu pushen. Leider depassiert die Kaderlot froh, als wehen, in der zweijährigen Bedingungen. Dat, ja, und du willst auch vielleicht auf die vier Redner angehen, die gesagt hat, dass man preislich konkurrenzfähig muss sein, sowohl am Biosektor wie auch eben am diversitierten Bereich, wie dem Gemeinsubau. Wegen Sie dir, dass das dazu zu beschmeichelig oder kann denn du vielleicht flankierende Maßnahmen ergreifen? Ja, das eben, wenn in der Approche wechselt, dass ihr seht, der Bauer muss nicht nur von einer Rentabilität leben. Sie wieso gehen schon viel Prämien, das heißt, läuft schon nicht nehmen davon, aber wenn ihr viel mehr klar determiniert, für wen Service und Bien commun götten auch renumeriert, das heißt eben, in den Schritt möchte, für zu diversifizieren, den holt ihr viel mehr großen ökonomischen Risiko, auch gibt ein ganz anderes Service und Gesellschaft. Und da muss ich da die Prämien in Platz setzen, die am Moment am Anfang zum Deal hört sich durch das Prämiensystem, also mehr interessant, um konventioneller Landwirtschaft zu bleiben, weil ihn da schon mal seine Basisprämie kriegt. Und da kriegt er noch zusätzlich Prämie für verschiedene Services, die eben für die Natur und Biodiversität interessant sind. Also in der Biolandwirtschaft kriegt er das. Kriegt ihr keine zusätzliche Prämie für das, was ihr sowieso schon muss machen. Und da sind wir in einem Desequilibre und da muss ich die Unterstützung eben überdenken. Der Chef, wann ich will das kommentieren, Chef? Ja, gebe ich gerne anhaken. Und zwar, das Prämiesystem muss sich eigentlich echt für Extensivbetriebe sorgen, dass der Milchpreis, den Aufsatz von der Milch und vom Fleisch, den dafür sorgt, dass die Milchproduktion da ist. Und also das, was man muss beim Gemüse machen, der könnte. Ich habe noch schon mehr von Primmen, die zehnmal mehr heiß sind, wie bei einem Fleischprimm, wenn der gerne gemäß aufbaut, über den Prim, weil das an die Leber rufen. Das funktioniert nicht. Also, da schwätzt man mal lieber, wenn ein Bauer 100% macht Sprit, da sind 10% noch vielleicht Primmen an der Milch. Das heißt, da haben die Primmen viel mehr Abfluss. Und also, als Primmen echt bei einem extensiven Betrieb, den sich aufhängig möchte von den Primmen, aber wenn wir ja wollen, dann extensivieren. Also was wirklich um Aufsatz beim Gemäß, wo man muss schaffen, dann in den Strukturen, da muss man eben drüber schwätzen,
an den Genehmigungen, was wie aus der Vordenker der Schollland von Gemeiseberg gemerkt hat, hier bei, bei Liggers nicht ernst, da steht ein SP Frost, die das ganze Gemeise aufreiert, da schwätzt man davon. Da muss man als Politik helfen, aufsetzen. Ich denke, ich meine noch nicht, dass man dann so und so viel national gucken, weil das ist immens viel deren zu haben. Also, dann, wenn wir sie so klang, dann ist es doch so, dass wir eben Milch produzieren, ein Teil Milch. Natürlich müssen sie an den Werten sein, und da stehen wir voll daran, dass wir die Emissionen reduzieren, dass wir auch den Überschuss am Wasser reduzieren. Ganz wichtig, weil das hört ja gerade den Abfluss auf Biodiversität, wenn wir vielleicht auch geschwärt haben. Wir müssen nach ein Schlöchthaus, wir müssen nach zwei oder drei Molkereien an der Gegend, und das ist das, was erklärt, was hat die Milch gemerkt. Und wir können die Bauern nicht aus dem rausrappen, also so viel öffentliches Geld am Ende schon mal nicht für sie da rauszurappen. Guckt, wer legt der Betrieb, egal ob bio oder konventionell, wo sie sehen Resultate, und heute, wir müssen einen Stickstoffüberschuss, als immens, also das ist ein guter Indikator, dann ist es egal, ob es bio oder ob es konventionell ist, und da verbessern wir den. Und dafür meine ich, dass das, was mehr damit meinen, dass es wichtig ist, auf Kriterien zu basieren, wie zum Beispiel den Monitoring, den du gemerkt hast, den wir lange an der Ideen und an den Forderungen für den damit kann wirklich bei den Betrieben aussetzen. Wir müssen die Betriebe ja da aufholen, wo sie sind. Ich meine, für drinnen hätte ich auch noch Kinder in den Bauerweisen, die verschwinden. Das wissen wir alle gut. Und das leidet uns ja alle gut im Herz, dass wir die Betriebe auch nach Hause helfen, für das eben du aus denen möchtest. Ich bleibe zwar dabei, dass den Term ideologisch. Ich weiß nicht, es gibt viele Differenzen. Sonst kann man vielleicht einen kleinen Break immer auf die zweite, auf die weiter frohen Agi, weil die betreffen ein bisschen eine andere Orientierung. Gibt es da Differenzen zwischen den Aussagen, die der Jeff Bohnen gemacht hat, und Hagens Klut von anderen Leuten? Was gibt es Kommentare dazu? Respektive Sie drehen, weil Sie auch Kriterien schaffen, Jeff, da hast du keine Dissens, François. Ja, also wenn ich einfach gucke, wo wir die Hauptchallenge in der Landwirtschaft tun, dann ist natürlich eine von den Challengen, wie kriegen wir den Feldbestand drauf. Den anderen Challenge ist dafür mich, wie kriegen wir wirklich hin, für mehr Natur auch am Offenland zu kriegen. Und da sind natürlich die Regierung und auch die Chamber heute mit den ersten Aussatz für den Feldbestand zu reduzieren, erste Proposal gemacht. Ich meine, ein Schwachstelle von dem Agrargesetz für mich ist, dass wir nicht gesagt haben, okay, komm, wir gucken an der Konditionalität, wirklich, also wirklich für alle guten Betriebe, hier wirklich ein Marschgut zu gehen, wie wir den Feldbestand für Itverein raufsetzen. Du hättest zum Beispiel können so, und ich meine, das muss in der nächsten Legislaturperiode passieren, dass all Betrieb wirklich eine Bilanz mischt, eine Haftbilanz mischt, und wirklich konkret schafft, wie sie Emissionen reduziert. Das ist natürlich eine Frage von Klimaschutz, aber das ist natürlich auch eine Frage für eine bessere Bodenqualität schaffen, für bessere Resultate zu kriegen. Und die andere ist die Frage von Bio. Wir sind klar eine Partei, die so, und das ist ein Leitlinie. Für was soll man das? Weil Bio hat ganz klar Kriterien. Verschiedene Schwätzen über integrierte Landwirtschaft, andere Schwätzen über Regionalität. Beim Bio wissen wir, wer das. Und ich sehe das erste als eine Hand, die wir den Bauern und dem landwirtschaftlichen Sektor rechnen, wie sie so ein heuer sind Tool, dann die Hut über 50% von den Konsumenten, die das gerne hätten. Mir sehen genauso gut, dass auch Tatschen von den Bauern noch oben sind, für so daran zu schaffen. Aber gut, da muss ich auf der anderen Seite natürlich auch gucken, dass uns an der Prime noch wirklich unterstützt gehen. Okay, du die Bio kann ich nicht weiß, mir du meinst aber, und das ist aber eigentlich ein froh, wo ich das so, und da fand ich das einfach falsch, wenn ihr alles so seht, dass das ein ideologisch froh ist, weil ich meine, das ist ja ein bisschen das, was gesagt wird, dass froh von, was für ein Tool rechnen wir den Bauern für, einerseits gute Resultate zu machen, die wir so brauchen am Bodenschutz, am Wasserschutz, und auf der anderen Seite auch natürlich für die Konsumenten dazu geben, was sie wollen. Also dann ein Vertreter hier um dich, der sieht die Hofdorf-Bilanz, wäre etwas Falsches, sonst wir dann eh Wolle abzugreifen, weil das so konkret gesagt wird. Obligatorisch. Obligatorisch. Nein, das ist obligatorisch, wenn ich will tun. Ja. Die Autorisation zu kriegen. Wenn ich nicht will tun, ist es nicht obligatorisch. Ich erkläre noch für wert, was du gerade gesagt hast. Das hätte ich noch können machen. Ich meine, weil ich eine Etappe noch der andere, weil wenn man mit der zweiten Etappe, aber wenn man das direkt hätte können machen, das weißt du, dann hätte man das gemacht. Das Problem ist aber, du musst das auch in der Praxis umsetzen. Du musst es in der Praxis umsetzen. Du musst aber auch mit den Betrieben und du musst den Konsens haben, du musst gucken, dass die Betriebe auch die Beratung, die wir da machen, der Schwerpunkt
Und das ist kein Reproch und den Sektor. Wir müssen eine Beruhigung hinkriegen, und das sind wir im Gang zu machen, mit dem neuen Agrargesetz. Und das ist das, was am Anfang darüber basiert, was ich an alle Programme gelesen habe, dass wir eine professionelle Beruhigung und viel, dass wir das dort können umsetzen. Und die professionelle Beruhigung, die muss man natürlich auch bestellen. Und da gehört natürlich auch den Biomonitoring dabei. Und da könnte natürlich das ganz doch für das umzustellen, für auf die Bio weiterzugehen. Und das viel über prima geschwärzt. Ich will just so in der Deko-Schemes zum Beispiel kompatibel sind mit den Bioprimen, also der erste, zweite Pilier, bei dem ist ein Taschen mit den Bioprimen. Wir haben die extern Kontributionen, Subventionen von Bio, geben Schmengen an Europa. Die nicht auf den Hektar plafoniert, das, ob du nicht von den Hektar bei den Terrain. Okay. Aber in anderen Ländern haben. Der Gusti Gras hat sich gemeldet. Ja, merci. Blanche, ich wollte einfach noch zurückkommen auf die Diskussion von den Unité de Travail, wo wir ja ganz viele Diskussionen hatten. Der Minister wusste das gerade so gut. Da war ja ursprünglich ein anderer Text hier gesehen, der nicht natürlich die Zingerei Reaktionen am Sektor gefordert. Und ich meine, das hat aber auch gewiesen, dass die Politik aber auch muss vorsichtig sein. Dass die Politik nicht einfach kann so über den Sektor weg Decisionen wollen und dass sie auch Kompromiss fand gehen, die vielleicht nicht jedem zufriedenstellt. Mir nicht aber etwas ganz klar gewesen. Wir kommen nicht mehr vorholen, wenn man am Sektor mehr, weil für den Bauer oder die Landwirtschaft insgesamt immer als den größten Verursacher von der Verschmutzung, von der Naturzerstörung dahinzustellen, das vielleicht einfach ein bisschen einseitig geguckt. Muss man einfach gucken. Wie möchte das dann Ihrer Meinung nach? Das geht viel an der Opinion publique, da wird die Landwirtschaft gerne so durchgestellt, wie wenn sie praktisch ich damit Naturzerstörer werden. Ich meine, da soll man aber vorsichtig sein. Probleme benennen. Landwirtschaft hat auch einen gewissen Druck in der Seite. Landwirtschaft muss sich einen gewissen Pack anpassen. Auch wir als Lesbisch müssen Agrargesetz haben, was natürlich zu einem guten Teil auf der Pack sich basiert. Und da muss man also versichern, aber auch mehr am Konsens absichern. Und ich fand einen guten Schritt mit. Das muss natürlich nicht das Ziel erreicht hat, den sich vielleicht gesagt hat. Wir haben auch das Ziel nicht erreicht, was biologische Landwirtschaft insgesamt unbelangt. Wir hatten am Regierungsaufkommen gestanden, dass bis zum Jahr 2025 20% von der landwirtschaftlichen Fläche biologisch genutzt gehen sind. Wir sind im Moment nicht auf 5-6% weit von dem Objektiv weg. An der Riefgenietüte steht, dass bis 2050 soll das ganze Land 100% nicht mehr nur biologischer Kultur funktionieren. Ja, das ist natürlich ein Nobelziel, das soll man versichern zu erreichen. Mit Praxis ist aber oft ein Gern, ich will nicht viel im Detail sagen, wie weit man und sich auch die biologische Landwirtschaft heute in Lützburg noch nicht mit, weit berührt tun. Ja. Dann kommen wir bald froh und in der ADR. Ich war aber noch nicht ganz fertig. Ja, das ist auch der Satz. Aber ja, es ist ein ganz einfacher Grund, weil da ein bisschen eine Diskrepanz durchstellt. Einerseits sind wir für die Konsumation von Bioprodukten in Lützburg unbelangt auf der dritten Platz in der ganzen Europäischen Union. Per Konto, also allerdings so, dass die Produktion aus Lützburg, da sind wir manchmal auf der 20. Platz. Da leidet also eine Diskrepanz, da muss man versichern, das aber auch noch zu ändern. Wir haben lieber diese Instrumente wie die Statistiken. Da kriegen wir noch gelegen. Statistiken sehen heute ganz viel aus. Ja, nee, das ist klar. Also, ich meine, das Problem ist klar, dass die Biolandbau sich nicht so entwickelt hat wie gedurcht. Und wir haben da aber ein remarkabel aus so. Also, wir müssen ja nicht objektiv als Bummer. Ja, eine Position, wir haben ein remarkabel aus so vom ADR. Die da produziert, gesehen zu dem Biolandbau. Claude? Der ist definitiv zu lang, 4-4 zu lesen. Mehr kurz also Kommentar, also ich meine, ich habe den Gelias Krit, der gesagt hat, ein ADR kein gut hoher, kein hoher mehr um Biolandbau überhaupt lässt. Konträr zu all den anderen Wahlprogrammen, die aber irgendein Ziel am Biolandbau haben, sieht ein ADR aus, dass der Biolandbau nicht genug Ertrag bringt, zu viel Arbeit ist und auch andere Probleme mit sich bringt. Du hast alles froh allerdings, ne, wie das die Problematiken, die aber hauptsächlich aus der konventionellen Landwirtschaft kommen, sie wird Pestiziden oder Nitrat am Grundwasser, am Oberfläche, wie die sonst können behoben gehen, was dort Maßnahmen vom ADR wären. Respektive steht an den Gruppen und Parteiprogrammen konventioneller Bio soll nicht gegen ihn ausgespielt gehen. Ich meine, noch mehr als Movement, so nicht soll von heute auf morgen 100% Bio sein. Eine konventionelle Landwirtschaft hat sicher eine Rolle zu spielen. Wie von da
von der konventionellen Landwirtschaft, die zwei neben den einzigen sind, bis zu dem Bashing, den aber trotzdem den ADR haben möchte, paar zum Bio, als aber ein weiter Weg. Ich muss sagen, als Movement feiert alles aber schon die Bashing, Produktivitätsverlust, das bringt dem Klima nicht. Herr Dr. Schuss, meinen Sie das wirklich so? Also, das ist schon mal gut, dass es nur fängt von diesem Kapitel von der Landwirtschaft gerade zitiert wird, das heißt, wir sollen noch eher die konventionell auszuspielen gegen Biolandwirtschaft. Und das zieht sich auch durch die ganze Seite von dem Deal Landwirtschaft bei uns durch das Programm. Wir wissen genau, dass auf gleicher Fläche Biolandwirtschaft nicht denselben Ertrag bringt. Da könnt ihr mir vielleicht eine andere Statistik vorlegen, aber ich glaube nicht, ich fand nicht nach fünf anderen, die den umgekehrt bringen. Das ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen uns nicht mehr bewusst sehen, dass wenn wir Biolandwirtschaft umklammern, die Wahl ein Reihe von Betrieben, die los schon Existenz zwischen Hühn, vielleicht in Zukunft gönnen mir existieren. Oder hier zu Lützeburg, wo wir uns ja bewusst sein müssen, die Landersteier, die Acker. Allein bei Naturschutzfläche geht, die wirklich verdreifacht, wir haben quasi alle guten als Quellen geschützt. Das sind wirklich die guten Voraussetzungen. Wir haben immer legislativ Anpassungen gemacht, für das wir gut schaffen können, Büschgesetze und so weiter. Und das hat eben auch gewiesen, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, tausenden Maßnahmen mit den Akteuren im Terrain, wirklich auch verschiedene Arten verbessern können. Ich zähle nicht alle guten Beispiele ab. Und ich meine, das ist wichtig, dass wir an die dritte Richtung weiterschaffen, also die Instrumente weiterbauen, nach weiter suchen, auch an Tantölen, für das wir die verschiedenen Akteure mehr unterstützen können. Und du siehst auch ganz viele Instrumente, die wir schon an den Weg gelegt haben. Ich meine aber auch, dass ihn, wenn es um die ganz froh von der Biodiversität geht, in nicht alle guten Antworten lang, ist so ein Schlummel bei einem Umweltminister geregelt, kriegt mir, wenn ich anschmengen, dass so eine Konklusion aus der Debatte, die wir just für Drusch schon hatten, den Rapport vom Observatoire, wo ich den Reporting sehe, da ist doch ganz klar, den Hauptproblem, den wir haben, und den Hauptdruck, den es gibt auf der Biodiversität, den aus am Offenland, und den geht auf die landwirtschaftliche Praxis zurück, und da sind wir dabei, dass wir müssen da eine andere Politik machen. Der zweite Hauptfaktor, den wir haben, das ist die Urbanisierung. Auch da ist es dann wichtig, dass wir wirklich alle gute sagen, okay, wir machen eine anständige Landesplanungspolitik, da tun wir nur mit den Plansektoriellen, tun wir viel zu leiert. Wir sind auch ganz klar, wir wollen nicht mehr versiegeln, wir wollen mehr verdichten, andere versprechen da die verschiedensten Sachen. Das heißt, wenn wir wirklich das Thema von der Biodiversität seriös holen, dann muss man natürlich an der Naturschutzpolitik, an den verschiedenen Habitaten, die wir haben, sie wird am Busch, sie wird am Wasser, muss man die Instrumente weiterentwickeln, die wir haben, schützen, Legislation anpassen, suchen an der Grabhöhle für den verschiedenen Akteuren zu helfen. Mit gleichzeitig aus einer Illusion zu mengen, wir geben eine Tickreihe, wenn man nicht transversal durch die verschiedenen Ministerien, Wirtschaftspolitik, aber auch die Landwirtschaft, auch die Entwicklung von unseren Gemengen und so weiter, wenn man die auch alle wie könnte das da gelingen? Ich meine, die Vorstellung, dass Landwirtschaft und Umwelt müssen mehr Hand an Hand gehen, ist relativ klar. Was muss eine nächste Regierung machen, dass man den Biodiversitätsverlust stoppt? Die Kooperation, die horizontale Kooperation, an der du die Thematik noch mehr pussiert. Ich weiß, den Herr Hagen sagt, wir haben schon viel mit den Geschwistern, den François Benoit sagt auch, wir beginnen aber ganz gut eins. Tatsache ist aber... Als Biologe stellen wir fest, dass der verschwand. Dann hat er mir vielleicht nicht richtig nur gelernt. Also ich meine schon, dass ihn auch an dem heutigen Agrargesetz bedeutend Mehrheit können machen und dass es schon ein bisschen zähneknirschend war, wo ich, aber auch meine Fraktion nicht mitgestimmt hat. Du hättest können mehr machen, und war wichtig für einfach die Erden auch weiter auslaufen zu lassen. Ich meine, Bauern haben die Planungssicherheit gebraucht. Aber ich habe mich an dem ganzen Prozess x-mal dafür angesagt, dass man, und ich habe noch für noch Beispiele genannt, wo ich da der Meinung war, dass ihn hätte können noch bessern. Aber ich meine, das ist wichtig, dass eine nächste Regierung guckt, dass Environnement und Landwirtschaft mehr zusammen schaffen und das nicht just bei harmlosen kleinen Mesuren, aber dass sie wirklich das aus einem Guss gemerkt hat. Ich meine genauso gut, dass alle guten Dinge, die sagen, dass wir sollen Perimeter abmachen und
bebauen sollten, überall auch, muss man aufpassen, werden sie so, weil das sind alles Sachen, die gehen auf die Kosten von der Biodiversität. Das heißt, die vielen Instrumente, die wir schon mal Platz gesagt haben, mit der Regierung, die wir hier haben, die gilt es konsequent umzusetzen. Und da wird mir also bald auch dafür ansetzen, für das nicht abzuwischen, mehr weiter an die dritte Richtung zu schaffen. Für das dann abzuholen, müssen wir dann eigentlich den Rückschluss sehen, dass die anderen Parteien den Biodiversitätsverlust nicht so wichtig ist. Huch! Das ist doch. Hast du denn komisch? Nein, das ist eine Feststellung. Wenn wir feststellen, dass ein paar die Gesetze, wenn wir vom Agrargesetz nicht mehr schwätzen, mehr Wert hätte können gehen, gerade wenn man Biodiversitätsverlust muss, das ist das Konklusion. Gut, können wir vielleicht weiter, können wir vielleicht als General Konklusion halten? Das ist eher persönliche Interpretation. Ja. Okay. Ich bin ein Gehörner. Gut. Also ich rekommandiere im Fall von dem Cercle City neue Dinge wie die Biber zu kaufen. Ja. Wir gehen da weiter bei Herrn Gras von der DP, den, wie gesagt, wenn ihr das Wahlprogramm von der DP liest, das liest sich aus sich eigentlich relativ konstruktiv. Und dann stolpert den aber eins über so Sachen wie Verhandlungspolitik und so weiter, wo ihn dann natürlich, ich muss vorstellen, wie weit dann die Heilregierung eine Verhandlungspolitik gemacht hat. Dann auch zum Beispiel die Forderung, die auch gestaltet wird, wo gesagt wird, dass ihn eigentlich die Genehmigungsverfahren sollt aus dem Environnement rauslesen, ist das dann eine rein politische Decision oder ist das eine fachliche Decision, die zum Beispiel auf Erdkenntnis beruht. Wie gesagt, das sind Fragen, die in DP muss stellen. Das heißt, als das Meinung, dass eine Decision muss politisch motiviert sein oder muss eine Decision, eine Autorisation sich auf fachlich, wissenschaftlich doch nicht beruhen? Also für dich muss ich ja mal festhalten, wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben ein Arsenal von Gesetzen, die gut, eins der Männer gut sind und die müssen respektiert gehen. Für was haben wir das heute noch in dem Weltprogramm gesagt? Übrigens, zu der Lebs gesagt, Genehmigung müssen jetzt rausgeholt werden, das lese ich zwar nicht. Genehmigung muss selbstverständlich nach wie vor von den zuständigen Autoritäten akkordiert gehen. Das ist auf dem Niveau von Naturschutz, dass das selbstverständlich in erster Linie noch ein Environnement. Das stellen wir absolut gerne davor. Was wir sollen, dass das wir ein Gesetz geben müssen, nun die klar und deutlich ist. Für was sollen wir das? Wir drehen Zeit für meinen Zweck. Die wissen ja alle gut, was da geschieht wird. Der Minister weiß das besser wie ich, um Naturschutzgesetz. Das müsste gefreckelt gehen. Für was? Wir wollen eben eine Reihe Arena, weil sie auf dem Tribunal administrativ, sie auf dem Cour constitutionnel, die ganz klar dort hingewiesen sind, dass eine Reihe Schwerstellen an den Gesetzen sind. Und das darf eben nicht sein. Und das will man da mit einer ganz klar auch unterstreichen, dass sich da noch gebessert gehen, was doch ganz richtig ist. Wir müssen also das ganze Arsenal von Gesetzen so artikulieren, so abstellen, dass die Interpretations- Ich meine, Herr Gras, das ist ein Konsens, dass Gesetze optimiert muss gehen. Ja. Das ja, ist nicht ein Konsens. Wir schreiben aber eben, dass Kompetenzen zum Beispiel sollen eben vom PAG bei der Wohnungsbauministerium kommen. Das ist ja eigentlich dann, dass ihr seht, dass wenn es um bedrohten Ärzte geht oder um Lebensraum oder muss ich aber irgendwie dann auch von einer Lebensqualität schwätzen. Auf welcher Basis trefft er dann dort Entscheidung? Wie soll ein Wohnungsbauminister entscheiden, ob ein Ärzte bedroht ist oder ob ein Lebensraum betroffen ist? Oder wie wertvoll dem Environnement, die, dass du nicht erschied, ob ihr Gesetze optimiert. Ich meine, du stehst so gut, Joel Welfring und Sidrin, dafür, dass wir Kurscharakteren, Modalitäten am Gesetz können optimieren, dass das ein Konsens, administrative Prozeduren vereinfachen. Mit dieser und Franchement, dass ein Environnement Kompetenz in der Wäschkohl kriegt. Wir schreiben heute Kompetenz für die Wohnungsbau und Wohnungsbauministerium regruppieren. Das ist also ganz klar, dass die natürlich. Aber die Avien nach wie vor muss anwählen. Das ist evident, dass der Wohnungsbauminister nicht die BEMO kann Kompetenz von einem Umweltminister überholen. Es geht in erster Linie darum, wenn wir Probleme im Niveau vom Wohnungsbau haben, wenn wir feststellen, dass da oft eben eine Reihe Ursachen dazu beitragen, dass der Wohnungsbau nicht schnell genug führen kann. Und da sind wir die Überlegung für eben da eine andere Prozedur anzulegen. Das wird natürlich in der Teil einfach über Biodiversität in die Wäsche geguckt. Nein, das soll da mehr konzentriert gehen. Zentralisiert gehen, dass eben aus der Optik hier kann man schnell Decisionen geholt werden. Da sind solche Städte festgehalten. Genauso, ich meine, wir sind das ja alle geeinigt, dass wir ein enormes Problem haben um Niveau vom Wohnungsbau. Das ist praktisch den größten, oder ich finde den größten, wenn ich noch die Leute bei uns nachlässt, und das soll ich ja merken, kriege ich ja immer um das Mattgedeel, und dafür ist alles groß durch. Man kann mal versichern, aber mich effizient zu bauen, mich schnell zu bauen, und nachher, das ist okay, fall ich aber da nicht, aber dafür elementär
Schutzmaßnahmen, die ihr in Zukunft ignoriert. Ich sprang nur, Jack, du bist nicht Hose, mit mir sprang in der Folie, wann dann die Beamer hier sind, alle gehen gehen. Das ist wirklich, mir löscht das ganz. Mehr wie drücken kann ich nicht. Ich wollte dann aber die Folie an den Rund holen. Nein, die haben den Rund da. Jacques, was erlaubst du den Übergang, ja, weil zu dem dort passt. Wir lesen aus den einzelnen Parteiprogrammen raus, dass es darum geht, was der Stellenwert vom Naturschutz ist an den einzelnen Politiken. Und bei der DP, also stellen wir uns vor, bei anderen Parteien auch, und der Fokus ist ganz klar, dass du ein Primotät als von gemerkt, wie wann Naturschutz immer an Traveire ging, Prozeduren, und du steht an den Block nicht dran, wie muss die Gesetze optimieren und so weiter. Als Duktus des Idri kann drohen, mit das franchement so ein bisschen Natur als Störfaktor, den ein bisschen muss eliminiert gehen. Und mir ist so nicht, wie es enchaineren von dem, was der Gusti Graselow gesagt hat, geht eigentlich froh von der Hierarchie von den Werten. Ich meine, der Movement Ökologie ist klar der Meinung, dass wir bauen müssen, dass wir geringste brauchen, mit das auch eine Hierarchie von den Werten. Also das sei ganz klar, dass man, wenn ihr das liest, außer dass es vielleicht ein bisschen überflüssig ist, natürlich ganz klar, wenn ihr angesichts von dem schlechten Erhaltungszustand, den wir vier Jahre gesehen haben, muss man so ein bisschen... Ja, ja. Biodiversität aus dem Moment hochgegangen. Ne? Vergleich, Leitgruppe, Biodiversität hoch. Südweinfänger, das schied für riesige Wettring zu einem Schwänzen. Wetflaschen stehen bei ganz vielen Parteien am Programm. Bon, da wird viele Wetflaschen, Appartemente oder Häuser stehen, die auch am Nieder vorgestellt. Nur dadurch eben auch Hinweisen, vielleicht anders genutzt ging, wie der Bewegung jeweils weiter vorwärts ging oder mit Aktionen. Darf ich ganz kurz anhaken? Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Die sieht, dass Landwirtschaft und nächster Platz nicht die Urbanisation. Ich meine, wir sprechen von einer Haltungsart, aber es geht nicht um Zoll von den Beisten. Die wissen selber, dass eine gewisse Betriebskrise, eine Weiterhaltung nicht mehr möglich ist. Und wir sind wir schätzen für 70, ja. Wir schätzen für 70% von Vieh, was an einem Stall steht. Was an einem Stall steht, aber wo die Silage bei den Besten gefordert wird, an die nicht mehr die Besten werden. Und das ist der Verlust von Biodiversität, den man damit beobachtet. Kiki, du musst mal auf den Punkt kommen. Kind, das ist wichtig, dass wir... Lebensmittel produzieren, was wir alles ernähren und erzeugen, macht der Umwelt leer. Ja. Wir müssen aber aufpassen, dass man nicht Sachen fordern, die man an anderen Punkten selber zerstören, die an dem selbigen Parteiprogramm stehen. Und dadurch sind zwei Frauen, ja, die einen, ich bin mehr Bündner, Fehlbestand auf, ja, können ich nach Matthias den Menschen noch oder Wecklmasse, aber dann bei der Linken froh, für was wir gemäß, wenn wir wissen, dass die Produktion, dass die am nächsten arbeitsintensiv ist, und wir wollen da bis gelungen Kästen nachnehmen und Blutrecken für den möchten. Finden, da hat er nicht auch. Okay. François Ben war ganz ja, cool. Vielmals merci. Ich meine, froh muss ich ein bisschen an einen anderen Kontext setzen, weil dann vor allem muss ich ein bisschen an einen anderen Kontext setzen. Nämlich das Argument, das ich immer geholt habe, dass wir machen keinen Naturschutz mehr am Offenland, obwohl wir ihn dafür brauchen, oder die so der Bio, den er nicht fällt, nicht, oder auch dann die Seetefeibestand können wir nicht draufsetzen, weil wir die Welt müssen ernähren. Also, weil du willst einfach zwei Schiffe darauf antworten,
erstens Talchen von der Käreproduktion aus Europa wird genutzt, die wir haben für die Besten, für den sie zu verfiedern, und ein Drittel von der Lebensmittelproduktion in Europa wird weggeheizt. Das ist einfach, das ganz viel aber auch eine Frage von Verdelung. Und da sind wir natürlich auch bei der Frage von, gut, wie riecht man es aber in Zukunft so aus, dass man die verschiedenen Probleme besser in den Griff kriegen. Und natürlich, du kannst so den Viehbestand als Fleisch stabil, dann ist trotzdem immer noch zu heisch. Und dafür eben eine Antwort wirklich für uns als klar, dass wir eben gucken, Strukturen besser abzubauen, für das wir einfach besser vorkommen, für viele Jahre zu entwickeln und so weiter. Und wir meinen, dass eben der Bio da eine große Chance ist. Natürlich, über alle guten Prime, wir sind halt in der Freiwilligkeit. Kein Bauer ist gezwungen, für irgendwie Matze zu machen, mit das einfach in der Politik, für eine Hand zu reichen, für Möglichkeiten zu gehen, für weiterzukommen. Und da so, wir geben gerne Bio-Sektor auch nicht aufstellen, wir geben gerne Bio-Aktionsplan auch nicht aufstellen, im Sinne von, dass wir wirklich das rausholen, eine richtige Bio-Agenz schaffen, für den Handel zusammen mit den Bauern, aber auch zusammen mit Vertretern, zum Beispiel von der Restauration und dem Minister, eine eigenständige Struktur kreieren, wie das in der Wallonie ist, wie das in Dänemark ist, die wirklich eigenständig schaffen können, wie man dadurch zum Beispiel auch bei anderen Gruppen d'intérêt économique in Lützburg schon hin. Und da meine ich, dass wir durch viel besser vorkommen, das ist da gut für die Umwelt und natürlich auch gut für den Sektor. Gusti Gras, Gary Dietrich, die Frau von dem Gemeindebau. Ja, ich meine, also das ist klar, dass es ja nicht nur um den Prime geht, geht auch den Aufsatz davon, dass in die Sachen verkauft wird, dass die Brunner und Dose mehr im Bereich von Bio wissen wir, dass mehr Bio konsumiert wird, zu Lützburg, wie es produziert wird. Das heißt, du hast den Marché dafür da. Du hast auch den Undeal, den ihn ausgeht für die Lebensmittel auch in anderen. Du siehst, dass das ökonomisch in dem Sinne noch mehr interessant ist. Ich wiederhole noch aber eine Einkehr, dass ihn das ähnlich muss renumerieren, wann ihn den Schritt möchte, zu diversifizieren an Sachen umzubauen, die vielleicht einfach allein durch die Marche nicht so rentabel sind, aber die sind aber für die Gesamtgesellschaft sind sie rentabel und da müssen die Leute, die Betriebe unterstützt gehen mit ihren Lohnkosten an allgemein mit ihren Kosten. Das ist auch so, dass ganz viel Fleisch, landwirtschaftliches Fleisch zu Lützburg an öffentlicher Hand ist. Und da gibt es keine Kriterien, ob das Bio ist oder nicht ist und ob das Gemüse gebaut wird oder nicht. Und das ist auch ein Hebel, den die Gemeinden an der Stadt überholt, für zu suchen, weil das sind Ländereien, die sind in öffentlicher Hand, die sollen noch so exploitiert gehen, dass du mit der Allgemeinheit, die gehören der Allgemeinheit, da sollen sie auch der Allgemeinheit zugutekommen, im Sinn von, dass das, was da produziert wird, dass man das erstens brauchen zu Lützburg, weil mehr als 3% von dem kriegen, produzieren, was wir halt brauchen. Da sind wir weit weg von einer Souveränität alimentaire zu Lützburg. Ja, das tun schon erklärt werden. Ja, ich wollte aber noch das Lächste zu, wenn ich von Kanges, die ich auf von Mindestlohn und so weiter schwätzt, dann ist auch ganz klar, dass ich verschiedene Sektoren gezielt daran muss unterstützen. Für erstens, dass sie nicht von heute auf mal, wo die Änderungen sollen kommen, leider aus dem Programm. Und zweitens sollen die gezielt unterstützen. Und da sind die Kleinbetriebe, und da gehören die Milchbauernheft dabei, sind da ganz anders zu konsiderieren wie Amazon oder die Finanzplätze. Ich meine, da muss ich das gezielt machen und gucken, wie ihn das umsetzt. Und das sind verschiedene Realitäten. Das teuer sind arbeitsintensive Sektor, und dem muss ich gerecht gehen. Dann Jeff Boden, hat sich gehört. Ja, ich wollte alles produzieren, ohne zu Lützburg. Wir dürfen aber nicht zu viel als auf Lützburg fokussieren, weil als ein Teller hat aber auch variiert. Die letzte, oder die vielleicht fährt schon viel mehr auf den Teller kommen, als schüttlich ist, wenn wir zurückgehen. Und da meine ich das Potenzial, dass er am Grundbau, den er am Gang komplett zurückzugehen zu Lützburg, ich meine, den muss man aufhängen, für den Grundbau geht zu Lützburg und Grundbau als Nahrungsmittel, was wir haben. Mehr als Nudeln, also für kommen schon zum größten Teil nicht mehr von heute, aber im Reis schwätzt man nicht davon. Also alles kriegen wir nicht hin, wir sollen ein bisschen global denken, das ist nicht schlecht, wenn etwas auch ein von zwischen nicht hinkommt, und das ist auch nicht schlecht, wenn alles ein von zwischen nicht hinkommt. Da gerade meine ich auch am Biosektor oder am neuen Sektor und im Abbau muss man auch Export freudig sind, weil alles kriegen wir nicht hier aufgesetzt zu Lützburg. Okay. Ich gucke eigentlich, ob ich von meiner Landwirtschaft sehe, wie den Ende reden, du schaust Roger, ob es will so ein... Nee. Da gehen wir an den
Das ganz klar, dass es cool wäre, wenn in die ganzen Nummer zur Landwirtschaftspolitik oder Biodiversität ging, schwätze gut. Da gehen wir an den zweiten Teil übergehen zu der Thematik von der Biodiversität. Herr Noos soll aber nach Raum sie befrohen, und ich meine, geht ihr sowieso an den Niveau. Die nächste Frage wird dann Luden Jacques stellen zu der Thematik von der Biodiversität, mit Aussagen aus den Inselparteiprogrammen an den François Benoit. Als du den ersten, den eine Frage gestellt kriegst, wir begrüßen aber auch den Minister Joël Welfring, der erst kommen aus Moyen. Voilà. Wir geben dann als François Benner ein aufgehen, wie gesagt, das geht im aufgehen an der Biodiversität aufgehen, wo wir dann über den Verlust von Biodiversität schwätzen. Wie gesagt, also Drischen. Ja. Gut. Lass mal drüber lesen. Ich meine, ich habe das Instrument vom Biodiversitätsverlust oder für gegen zu wirken, das den nationalen Naturschutzplan. Und vor die meist natürlich ein bisschen stellen, dass wer das an den letzten zwei Regierungen schief gelaufen oder was muss die nächste Regierung oder wie muss der nächste Naturschutzplan ausgesehen, will man ja aber nicht fertig bricht und außer vielleicht pur positiv Beispiele für den Verlust von der Biodiversität zuletzt zu stoppen. Also die Stadt wird ganz klar froh, wegen Maßnahmen, wegen Meier muss man es gehen, für das man die Biodiversitätsverlust, die man leider nicht gestoppt hat in den letzten 10 Jahren, wie man das kann erreichen. Also ich meine, für alle ist mal, dass in den letzten 10 Jahren der Naturschutzpolitik ganz gute Resultate gemacht sind und dass von daher gilt, an die Richtung weiter zu schaffen, weil der Naturschutz deutlich gestärkt ging ist. An europäischen Plätzen, an die Stadt ging ist, schmengen, wie in den letzten 10 Jahren. Wildsheim und so weiter verschwunden sind. Das habe ich mir gesehen, auch zu Lützburg. Sie sind nicht Elefanten, sie sind Tigern. Wir sehen auch zu Lützburg, dass Erdstürme weitergeht, dass wir für eine Katastrophe sind. Aber wenn wir da gucken, wen als responsable oder wen, wodurch geschieht das Erdstürme, sehen wir, dass oft Nutzungsänderung, das ist schon nicht viel von den Hewiesen geschwärzt, die gemäht sind für Hezemann. Man haut oft die Bezählerschwiesen, die 5-6 Mal am Jahr gemäht gehen, und natürlich nicht erlauben, dass ich in den Blumen oder in den Blick könnte, geschweige dann in den Insekt oder Paperlik, der Rupka landen. Ne? Also ihr seht, dass Landwirtschaft nach 400 Urbanisierung auf jeden Fall gefunden hat, drin als 4 Aussterben von den 8 in Heizlitzburg. Voilà, das sind noch die zwei Emblemachten, wo wir gewesen haben. Erdreich, Mähwiesen, Feldhorn. Also das geht mir selbst. Voilà. Wenn wir dann aber ein bisschen zur Landwirtschaft kommen, sehen wir natürlich ganz klar immer das Argument, dass man so mit einem Gringlandstandort, wobei ich natürlich kann sagen, dass wir vielleicht subventionierte Gringlandstandort sind, aber es ist natürlich ob Milchvieh an Fleisch ein bisschen spezialisiert tun, will als wir dem an der Topografie da eben hier gehen, habe ich ein bisschen eine Abdelung von den verschiedenen Flächen, wobei man natürlich ein von den Beispielen, wo wir hier nur hochwerten, drüber schwätzen, das ist natürlich die Fetisch, die wir zuletzt schon, die ein bisschen jenseits von gut und böse aus, auf jeden Fall, die ein von den größten Problemen da ist. An den anderen Problemen natürlich ganz klar, dass man gesehen, dass strukturell Wandel trotz 100 Millionen Euro, die wir alle Jahr EU an Lützburger Subventionen geben, Strukturwandel an der Landwirtschaft weitergeht, TAF-Stiefe geht weiter, Betriebe holen, 12 von Betrieben halt auf, an die Betriebe, die übrig bleiben, gehen immer mehr groß an oft leider auch immer mehr intensiv. Das ist natürlich auch für Biodiversität, dass es nicht gut ausgesehen. Voilà. Das war ein bisschen meine Stadt, was man wollte so. Ich meine, der Teil geht noch ein bisschen weit. voilà. Super, vielen Dank, Jacques, für kurz den Kader zu setzen. Ich will auch noch einmal betonen, weil so wichtig ist, dass effektiv, ich meine, als Grund, nicht als Grundanalyse, mit der fachlich-wissenschaftlichen Grundanalyse, dass schon die Landwirtschaftspolitik, wie sie heute betrieben wird, ein wesentlicher Faktor oder der wesentliche Faktor wie den Biodiversitätsverlust ist. Das hängt aber nicht an dem einzelnen Bauer, sondern das hängt an den Strukturen von der Landwirtschaftspolitik. Wir wollen das wirklich immer ganz bewusst so. Wir stehen zu der Landwirtschaftspolitik, wir fanden die Landwirtschaftspolitik der Bauer extrem wichtig. Gott sei Dank geht es da. Wir müssen als Movement Ecologique so mit Reformen, müssen Strukturen gemerkt gehen. Am ersten Block werden wir frohe Gestalt kriegen, da kann ich aber offiziell moje so na merci den Claude Hagen als Minister, als Kandidat von der LSAP. Als nächstes wird der Bundeschef als von der CSV eine frohe Gestalt kriegen zu der Landwirtschaftspolitik. Dann dir, Herr Schoß, Dr. Schoß, ein Ausso und dann den Gary Diederich von D-Link. Überraschend aber nicht so mengen. Ich kann aber die nächste Folie machen, dass die erste Frage, die Claude riecht, und der Minister geht,
immer mit einem Auszug aus dem jeweiligen Parteiprogramm, das hier frei betont. Da unten ist ein Auszug aus dem Parteiprogramm. Ich werde nicht viel lesen. Ich meine, der könnte in ein paar Sekunden selber lesen. Ja, also ich meine, Herr Hagen, die schwätzt hier respektive Herr Partei und die schwätzt hier von einer flaschengebundenen Fee- und Milchproduktion. Ihr habt mir das definieren, was das ist. Wollt ihr mal vielleicht mal von Ersch wissen, was das konkret für Ersch ist? Flaschengebunden, Milch- und Feeproduktion. Und nicht nur, was das für Ersch ist, sondern auch, wie konkret will ihr das umsetzen, respektive auch kontrollieren. Und für uns alle, für was das bis jetzt noch nicht an dem Ausmaß, wo das gerne wählt, geschieht. Bon, merci für die Frage, den Auszug aus dem LSAP-Wahlprogramm, die kann ich. Für was hat man da dran geschrieben, dann noch so präzise, ob die favorisierte L'élevage durable, L'éosol, gemacht und das, wenn man traditionell Griechenland und Ackerland tun, was am Anfang an Lützburg 50-50 ist, wo die Griechenland immer mehr zuwurz hat. Wir haben das Agrargesetz, also wir, die Regierung, die Parteien alle Goethe, wenn ich so darf nennen, wenn ich da wurde in der Chambre gucken, wir haben das Agrargesetz probiert, die Problematik, die angeschwert ging, als man wusste, im Rapport mit den Rennen, mit den Nünzel von den Beisten pro Betrieb, haben wir das Agrargesetz, und dafür ist das hier auch dran, den Abandon de l'élevage intensiv, au profit de pratiques plus respectueuses de l'environnement et du bien-être animal, für dich, in Lützburg mal eine Autorisationsprozedur als Kind für die Landwirtschaft. Das tut für du nicht bestehen. Das ist für du, hat den Landwirtschaftsminister an der Presse gelesen, was der Betrieb abgebaut ist. Die Prozedur, die immer so gemacht, dass die Autorisationen par rapport, das hat schon zu vielen Diskussionen gefeuert, mit dem Sektor selber, dass man die limitiert tun auf 5 UTN, das ist theoretisch Unitäten, wann ihn will wissen, natürlich von 0 bis 2 nicht, und dann von 2 Uhr muss in Arkeslo sich engem schnellen, mal einfach, das gibt so da draußen genannt Biomonitoring über 4 Konditionen, wo ich muss nur weisen, dass ihn eben zu dem umweltgerecht, los wir so noch par rapport zu den Emissionswerten, wo wir ein Problem haben, auch der Fuß nach Kavus. Ja, also die Ehre-Meinung nur dumm hat er geduld? Nein, dumm hat er es nicht geduld, das ist aber, ein wichtiger Faktor. Also ich will so, am Januar für ein Jahr oder für ein 2 Jahre, wenn wir die Emissionswerte, die wir auf minus 20 müssen kriegen, bis 2030, wenn wir auf plus 8. Für mich ist das die falsche Richtung. Und die müssen etwas machen. Und die Weise ist das bewusst, das ist just froh, weil man nicht. Ja. Wie wird die, dann noch die nächste, die nächste Legislaturperiode dann um Radar? Weil ich meine, viele Leute wissen, dass der Tote noch dezidiert. Ja. War das ganz konkret um Radar, wie den Toten noch mehr Musik zu setzen oder weder der Musik setzen? Ja, für genau. Das zu pursuivieren, dann noch unzuwenden. Ja. Das hat auch gewendet können. Da sehen wir schon, ob größere Betriebe noch kommen, wie die anderen Betriebe sich positionieren, par rapport zum Wurstum, was auch zu einer Diversifikation innerhalb von den Betrieben. Ob Obst ein Gemäßwert feiern, ob Kehrewert feiern, weil auch ein Betrieb muss eine Diversifikation haben, haut zu das, dass er nicht mehr allein aufhängig ist von den Preisen, die haut immens schwanken, sowohl die Verkaufspreise wie die Verkaufspreise beim Dünger Energie an der Situation, die wir aktuell sind. Das heißt auch, Betriebe geben halt schon mit der verbunden als die ganze Optik mit der Biodiversität und als die ganze Optik mit den Emissionswerten, wo wir Probleme haben, weil man muss dann an den Griff kriegen. Und dafür, als auch an denen so nicht mal einfach an den Agrarumweltmaßnahmen, wo wir für ein enges Jahr, wie wir alle guten, auf jeden Fall die Leute, die konzerniert werden und die interessiert werden, darüber diskutiert, da habe ich immer gesagt, die Agrarumweltmaßnahmen, die werden nicht reißen, die werden nicht gehen. Ich muss euch so ein 40% davon sind bei den 2 Pilien über das Budget aufgedeckt. Da haben wir einen extrem großen Demand, das heißt, dass der Sektor mit auf die Weg geht, für eben das Tote umzusetzen. Und das okay. Muss noch weiter intensiviert gehen. Okay. Jeff Bohnen, den Klotz, sieht die zweite Frau hier. Ich weiß nicht, dass er die Folie nicht gut gelesen hat. Das war ich die erste. Als das ja schon ideologisch wird, CSV, können Sie sich fragen, wann ein Zitat von ihr aus dem
Parteiprogramm liest. Nein, das ist... Der Klotz stellt aber die Frage nach mir, genau. Ich habe gemeint, das wird vorgewischt. Ich bin nie vergangen. Ja, wieder, ich kann feststellen, Hummer ist natürlich ein bisschen auf dem Begriff ideologisch angeschossen. Wir wollten gerne ein bisschen wissen, was dann im Moment und der momentanen Landwirtschaftspolitik ideologisch ist, respektiv, was eine nicht ideologische Landwirtschaftspolitik für CSV bedeutet. Okay. Also ich persönlich lehre nicht so viel Wert darauf, für ein Katastrophe, weil ich meine, was das ist, als aber, wenn wir als Ziel ersetzen, dann wir halten so verbassen darauf fest, komme ich jetzt mal über 25% Biolandwirtschaft, dann sind wir noch darin interessiert, da hinzukommen oder wiederholen wir das die ganze Zeit. Und dann irgendwann kommt das ja an den Gedanken, wo man, wo, ich weiß nicht, ob das Ideologie ist, wo man nicht mehr gucken, wie erreichen wir das, wo man immer nicht mehr so, und das muss es sein. Wen das macht, wen das so macht? Ist das der Claude Hagen oder ist das der Klaus Verbündner oder wen ist das? Weil das nicht das, dass die Regierung, die das probiert hat zu machen, an 2% Führerkommas. Ich meine, wir müssen ja dann der Realität an der angucken, wer dem Terra lassen. Nur meine ich, dass die aktuelle Reform, die gemacht wird, ist viel besser mit den Eco-Schemes, mit den Agrarumweltmaßnahmen, wo ich kann die Transitionsphase begleiten, wo ich kann Bauern da aufholen, wo sie sind. Und hin und her, weil wir sehen ja, für was stellt zum Beispiel kein an der Biolandwirtschaft. Wir haben prima geheischt, wir, so eine Regierung, hat prima geheischt, wir haben es gestimmt an der Reform. Es geht ja nicht durch, wir müssen Aufsatz schaffen, wir müssen, das ist ja ein ganz Filier, die da dran angebettet muss sein. Und da meine ich, es ist einfach wichtig, dass das wie Lodeweg sich gehen, dass das immer... Mein Opa hat die Runzel, die Bussel, ich weiß nicht, was das von Sie heischen. Wollen eine Person dazu? Also, ich weiß nicht, dass verschiedene Überlegungen sind. Die Überlegungen, die gehen von den Parteien gemacht, die gehen noch die vom Sektor gemacht. Und, bon, müssen noch umsetzbar sein. Alles das muss schon auch an der Realität nachkommen. Ich will aber etwas Prinzipielles. Und ich fand noch gut, dass wir hier über Bio schwätzen und auch über konventionell. Und ich weiß nicht, die verschiedenen Themen, die noch kommen. Wenn wir hier über Landwirtschaft schwätzen, dann schwätzen wir auf jeden Fall, und das nicht geht bio und nicht geht konventionell. Wir schwätzen von Lebensmittelproduktion und Lebensmittelsicherheit, die wir produzieren. Das heißt, wir produzieren als Landwirtschaft Lebensmittel. Und die Produktion, die Sécurité alimentaire, und die Produktion alimentaire, die muss garantiert sein in Zukunft mit Umweltmaßnahmen, mit Umweltkriterien, das muss end an end übergehen. Und das ist ein Challenge, den wir haben. Wenn wir an der ganzen Diskussion, das ist ja drin auch angeklungen, wie wir, ich meine, der Sektor hat lieber ohne Subventionen funktionieren. Und ich finde, dass an einer modernen Landwirtschaft mit modernen Technologien, die sowohl umweltgerecht, umweltfördernd sind, wo wir können gezielt produzieren, wo wir Mannerwasser verschwenden, Hauptbahn im Image, wenn wir das geben, wenn wir Maschinen da bis geliefert kriegen, in Zeit, wie alt brauchen wir 12 Monate, können wir nicht nur 13 Monate schon eine Analyse davon machen, wenn wir Maschinen richtig machen tun. Also alles das sind Komponenten, die spielen mit. Und das Wichtigste ist, dass das war. Das wird, und das tun die ein oder zwei Vertreter gesagt, dass wir am Sektor machen. Hei leben Leute davon, hei müssen wir das tun, ökonomisch machen für den Betrieb, wir müssen es ökologisch kriegen und wir müssen es sozial kriegen. Wenn ein von den drei Kriterien, ein von den drei Pilien nicht matt spielt, also das wäre uns auch immer, dann wird das System nicht, dann wird das nicht drohen. Und die ganze Umstellung, und dann habe ich an dem Satz so, die ganze Umstellung, die an Zukunft doch wir kommen, und egal was für eine Partei, das an der Verantwortung an der Regierung ist. Wird man dazu kommen, und ich will nicht falsch verstehen, gehen, dass man als Regierungen in den nächsten Jahren mit dem Sektor zusammen, mit dem Konsumateur, mit den Produzenten, mit den Distributeuren, über die geht nämlich nicht oft geschwärt, so müssen subventionieren, dass man die Umstellung, die man in Lützburg fertig kriegt, bei der Stohlenkrise. Ja, und hier ist keine Krise. Wir müssen dasselbe Kapital an den Grab holen und das à long terme machen. Und wir müssen direkt aufhängen, das tut Schittfried verstehen, mit die Umsetzbarkeit, die muss aber garantiert sein.
Und die muss man im Mannsektor machen, und das muss auch möglich sein. Das ist verschieden. Du hast gesagt, du hast gesagt. Wir können von der Milchproduktion wegbringen. Das geht schon teilweise über den Viehbestand gemacht. Das ist total unfair. Das ist wirklich unfair. Das ist eine kurze Frage. Aus jeder Rede, wir als Movement Ökologik, wir sind auch der Überzeugung, dass sie so eine Diskussion haben, Zukunft der Landwirtschaftspolitik soll organisiert sein, mit dass es ein Challenge ist, dass wir uns zusammen in den Tisch setzen. Dass sich die einzelnen Akteure in den Tisch setzen, wie zu sagen, wie sie in Zukunftsperspektive, wie die einzelnen Allianzen in den Hut zu kriegen und dass es auch wichtig ist, dass ein Austausch zwischen den Akteuren ist und dass nicht so ein bisschen klassisch, auf der einen Seite die Landwirtschaft sitzt und auf irgendeiner Seite sitzt der Naturschützer oder Verbraucher, mit dass die zukünftige Landwirtschaftspolitik zusammen soll auf einem Tisch gemeinsam geschwert gehen. Und wir haben in der anderen beim Programm, sorry, das fällt mir los, dann im Programm von der CSV steht, dass so ein Tisch soll geschehen. Da steht aber nicht dran, dass den über die Landwirtschaftskrise soll rausgehen. Wir sind der fundamentalen Überzeugung, dass die Landwirtschaftspolitik zu gewonnen hat, was sich die Gesellschaft ob die abmischt und dass auch die Gesellschaft an mir zu gewonnen hat, wenn wir mit den Bauern um Tisch sitzen und eine gemeinsame Perspektive entwickeln. Dürfen wir sonst eng froh, so ja oder nein, Sie drin? Ich meine, hallo, du hast ein bisschen Durchgehalt gezogen. Herr Majerus, Sie sind der Meinung, dass so ein Tisch soll kommen, ja oder nein, also Akteuren aus dem Landwirtschaftssektor oder soll man es nicht abmachen, dass auch Leute von den Umweltorganisationen aus Verbraucherkrisen mit dem Tisch sitzen, weil es ein gesellschaftliches Thema ist von einem Sektor. Sind die für den Tisch mit allen Leuten oder mehr im Agrarsektor? Herr Bogerus. Ja. Ja. Ich habe immer geguckt, ob ich dich melden. Ah, dann entschuldige ich nicht mehr. Ja. Bon, merci für das und dann bin ich froh. Ja. Ein Marsch? Okay. Jetzt fängt an, wir sind natürlich... Will der mich schon unterbrechen? Ich schluss nicht am zweiten Teil, ich will nur wirklich das Tote kurz machen und dann erst mit Salzburg reinfahren. So ein ärgeres Satz. Was wir brauchen, ist eine nachhaltige Umänderung von dem, was wir im Moment tun. Fokus steht hier auch für Veränderung als Partei. Wir sind der Meinung, dass Bio natürlich... Schiedrin ist für Bio, gell? Wir müssen als Biobauern auf viel mögliche Weise unterstützen. Es geht darum, dass ich vielleicht Formationen kann gehen, einen Studiengang. Wie gehen Bauern? Weil die meisten Bauern, die da sind, das sind Leute, die in Haft geirrt haben. Wenn ich als Novice ein Escher Jung aus dem Minet will Bauer gehen, keine Chance. Das heißt, da müssen wir schon einen ersten Schritt ein Aussatz gesagt gehen, dass Leute sich interessieren für den Beruf. Das ist kein einfacher Beruf, das ist ein Independent. Du musst ein Terrain kriegen, du musst die Stadt dann überdenken. Amphitheorisch Bauoffensiv, zum Beispiel Terrain zur Verfügung stellen. Herr Majerus, du meinst noch ganz ein Thema. Der kriegt am zweiten Block tut. Ich wollte wirklich sonst an die anderen Leute, die so sonst ja, nee, keine Aussage mehr. Also das zweimal klare Ja für uns, aber der Konsens, wie breit das und das, wie groß, wäre höchstwahrscheinlich das Resultat besser. Tipptopp, Chef Boden. Ja, das zweimal Ja. Also geht das Parteiprogramm, das ist gut. Nee, weil man, das steht tags an dem Kapitel, weil man für den Dreieck, die von der Noah geht, sozial, Umwelt dann. An Ökonomie, an der da steht dran, weil das bei den Krisen ist, wo man auch als dann da Forderungen aus dem Sektor hören, während man da meint, müssen das am Beruf gehen. Und das versuchen wir, dann machen wir in Institutionalisierten und dann ist die regelmäßig. Wunderbar. François Benoit? Ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich hätte es wieder falsch verstanden. Also ja für den Tisch, ja für die Integration von allen Menschen. So wie es drauf, wie du gestaltet hast, wäre für mich eigentlich nee, nicht auf die Landwirtschaft beschränkt. Okay, ich würde das mal eins sehen. War du die letzte Interpretation, war die... Herr Minister? So wie ich es verstanden habe, ja bei der ersten und unter Umständen bei der zweiten, ja, mir aber ohne, dass das riesig geht. Das kennen wir keine Diskussion mehr. Ah, okay. Herr Gras. Bojo,
bei unserem Wahlprogramm steht den Term zukünftig. Ja. Und zwar soll der regelmäßig zusammenkommen, der soll nicht nur mit einem Köcher zusammenkommen, sondern der soll verschwanden. Für die erste Frage zurückzukommen, also selbstverständlich ja. Was die zweite Frage anbelangt, schließt man nicht aus, selbstverständlich, dass den gegebenenfalls auch eine andere Dimension anhält und dass da auch Leute besser assoziiert gehen. Mit prioritär selbstverständlich den Akzent auf den Sektor setzen. Okay. Gary Dieterisch? Ja, von der Linke ist auch zweimal ja, aber auch der Punkt d'intention, das soll nicht ein Instrument geben, für sich durch einen Grund zu verstoppen. Also die Politik soll auch seine Responsabilität tun, an Origen zu einer Position haben, und nicht ein Dösch machen, für Zeit zu spielen, und das nächste dabei herauskommt. Okay. Herr Dr. Schuss? Mal echt froh ja, zweit froh auch ja, mit dem kleinen Bemol, dass du die Leute schwätzen müssen, die auch wirklich dann Verantwortung und Konsequenzen daraus drohen. Und nicht nur ein Wunschmodell projiziert geht von außen an etwas, den dann der Sektor, sowohl der Bio- wie der konventionellen, dann nicht umsetzen können, weil man einen Wunsch konservieren. Okay. Bei der Arbeit haben wir auch nicht ganz Land mit schwätzen lassen, wie man sie ernähren soll. Okay. Herr Polidori? Ja, für uns Humor im Wahlprogramm, dass wir ein Klima- und Umweltgremium haben. Das heißt, die Leute, die Akteure vom Terra auch mit abbringen, wir können mal zu diskutieren. Das ist zweimal ja. Okay, das kriegt auch noch ja, ein spezifisches Raum. Ich ging los, zwei Frauen aus dem Saal vielleicht oder drei, die erste, vier. Wann ich gebe ganz kurz, ob ihnen etwas so gut, was ihnen um das Herz leidet. Sonst ging man nur den Biodiversitätsteil machen. Hi, oh, Wunder. dann, also, ich meine, geht auch ohne Mikro. Für alle, ich kann den Herr, den froh stellt. Der Kiki, ich tue aber vielleicht ob dann redet, aber ein bisschen mehr. Ich probiere mich auch ganz kurz. Ich habe wirklich auszuholen, wenn man das findet. Ich meine, wir sind 2023, es sind 83 Uhr, bald 40 Jahre alt. Wenn ich aber zurückblicke, von wo das Problem kommen, wird man auch schick wissen gehen, sind sie viel an der Es lässt ja kein mehr abkommen, das sieht man aber am ländlichen ja. Raum. Das ist ein Approche und dasselbe ist manchmal vielleicht, wenn man Richtung Agroökologie oder Carbon Farming, das geht ja wahrscheinlich aber nicht alles mit Nutzpflanzen, aber das geht auch mit Hecken, mit Gehölzen. Da muss man irgendwie eine Methode finden, für eine positive Kompensierung zu machen, weil wissen, dass das dann ein, dass man das ungerechnet kriegt und darum aufgezogen kriegt, wenn man ihn wäschelt. Sonst kriegt man das nicht wäscht, das ist aber vielleicht an den Bauern dran, ich meine das auch an den Leuten dran. Ich muss aber so ein... Ich erkläre vielleicht ein Minute um das Prinzip, wo es dem Chef geht. Ich weiß nicht, ob Sie dran ganz klar als die Problematik von der Kompensierung. So du es an einem Satz, Jack. Also wenn, das ist ja so, dass von Lebensraum ein Habitat für die gemacht wird, dass ihn muss innerhalb von einem Wuchsbezirk, das tut eine mehr große Ausdehnung, das findet für das Land, muss das kompensieren. Die Frage, die ich einfach stelle. Und dann aus dem Streit zwischen den Parteien, weil sie so nicht verhindert sind. Nein. Also, das gebe ich nicht im Schreiben aus Maps, aber das nicht mehr gemerkt, du willst da, da, fährt. Ja, mit die Frage, die ich einfach dir stelle, als von dem CSV-Wahlprogramm liest, als wie sieht dann als Ortschaften an der Stadt aus, wenn an den Ortschaften an der Stadt nicht mehr kompensiert wird? Was für Lebensqualität proposiert ihr den Leuten? Mal vielleicht lesen wir noch einen Bauplatz in Terra, der freilich etwas abkommt. Ich setze mir Baum für Schert für Beichten zu holen. Das machen wir nicht. Jetzt setzen doch keine Bungert mehr. Wir machen zwar vielleicht Ihr fordert keine Kompensierung mehr an den PRG. Ja, oder wir machen eine Positivkompensierung. Das tun wir auch schon die letzte Jahre gefordert, dass wir über so ein System kommen. Dass ich nicht negativ Ökopunkte kriege, mehr positiv Ökopunkte. Wie sehen Ihre Wirtschaften an der Stadt aus, wenn ich will? Die zwei Herren, ich fand nicht alles wie ganz sympathisch eigentlich. Neben mir, die Thematik von der Kompensierung ist ein extrem komplexer und ich meine wirklich, also wir wissen, dass Reformbestrebungen laufen und für die Leute, die da interessiert, geht einfach darum, ob an Zukunft von Apps gebaut wird, noch muss kompensiert gehen und ob Flasche, wo Luna nicht gebaut wird, ob ihr nur etwas Neues abkommen lässt, weil ihr fährt, dass er nur kompensiert wird. Das ist ein Table Rond, eigentlich, die wir müssen machen an der nächsten Legislaturperiode. Wo man dann wirklich am Detail auf die Problematik angießen, weil das extrem wichtig für eine Siedlungsentwicklung. Es gibt unterschiedliche Approchen an den Parteien. Ich werde sonst, wenn man so anreißen, sonst, dass das ganz, ganz schwer am Salz verstehen ist. Unbefriedigend, das ja. Aber wir können froh sein. Soll man vielleicht aufhängen? Ja, ich wollte auf die Engelse vom Herrn Grasser gehen, einfach, dass der Naturschutz der Grund wäre, für was wir mit dem Wohnungsbau nicht nachkommen.
Also das fand ich wirklich, kann ich nicht akzeptieren. Der Grund, dass man Autorisationen lang dauern, gesehen ist im Terrain ganz viel, dass das Gemenge sind, die das nicht wollen, dass das so gebaut wird, nicht so gebaut, das muss alles immer klein gebaut gehen, darf nicht verdicht gehen, darf nicht zu viel Wohnraum da entstehen. Das sind zum Teil Gemengen, und dann auf der anderen Seite sind es zum Teil Promoteure selber, weil spekuliert wird mit dem Terrain, weil gewahrt wird, es sind ganz viele Reserven Foncières bei den großen Promoteuren da, und die gehen eben gehalten, ein bisschen mehr wert sind, für nicht so viel Offer, um Marsch zu haben, für dass Preise heiß bleiben. Da gehen die Tüte vom Lise, also wenn wir von Wissenschaftlern an Ideologie schwätzen, da muss man meinen Job in dem Bereich das aufwenden, und ich meine das ganz falsch, also da, wo wirklich ausgespielt wird, Wohnungsbau, ja, wir wollen eigentlich keine Diskussion über Wohnungsbau machen. Ja, aber die nee, das ist aber das, was der Naturschutz geht. Wenn wir so Prozeduren aufbauen, die für den Naturschutz stehen, mit einem falschen Argument, da gehen wir in die falsche Richtung. Okay. Und ich fand nicht, dass wir Biolandwirtschaft gegen konventionelle Landwirtschaft ausspielen. Es geht aufgrund von Pariser Klimaziele eine Politik umgesetzt. Das basiert auf Wissenschaft, dass ihn das umsetzt. Und da geht es sich mehr, für dahin zu kommen. Und Biolandwirtschaft, also mehr dahin zu kommen. Ohne, dass die konventionelle Landwirtschaft die ganze Zeit den Landspacken kriegen. Just weil die von Bio schwätzt, die nicht die anderen sich schlecht. Ich meine, da geht auch ein Konsens. So, voilà, da geht auch ein Konsens. Und das nämlich, und hier geht wirklich ein Kind, der andere ausgespielt. Und das fand ich. Den Herr Katz. Ja, ich habe am Vorgelohn nicht völlig direkt darauf anzukommen. Wie gesagt, ich habe auch geschwärzt gesehen. Ich habe ganz kurz zu machen, die ich aus der. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so gesagt habe, dass die Wohnungsbau ging ausgebremst ging durch den Naturschutz. Die zweite Institut von der Gemeinde geschwert, PAG, den schränkt doch die Autonomie von einer Gemeinde an. Das darf nicht vergessen, auch da gibt es eine Reihe Restriktionen, die müssen respektiert gehen. PAG muss im Interieur approbiert gehen, muss von dem Environnement approbiert gehen, die für die Gemeinde. Und natürlich eine Reihe Möglichkeiten für eben eine gewisse Entwicklung vom Wohnungsbau zu lassen, die sehr sind damit ist auch limitiert. Ich wollte aber ganz ehrlich, dass wir haben so viel geschwärzt, wie können wir dann auf der Biodiversität erheben. Wir haben aber eine Reihe flotte Instrumente, die zum Beispiel von der Gemeinde geschwärzt. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Gemeinde ganz viel machen. Dann haben wir auch Naturschutzindikator. Ich denke zum Beispiel an die Sikone. Wenn wir die Sekunde nicht heute zuletzt bis 1983 gegründet hätten, dann ging vieles am Naturschutz fehlen. Und das sind Instrumente, und die sollen noch verstärkt genutzt gehen. Und du seid ihr noch an Einzelgemengen, sie sind mehr aktiv, einer sind Männer aktiv. Ich komme aus einer, die ganz aktiv ist. Wir bitten mich nicht mal um zu nennen, heute muss ich selber löwen. Aber da seid ihr einfach, dem Terrain kann entstehen. Und da ist etwas, und das steht auch bei unserem Weltprogramm, wo wir der Meinung sind, wir müssen Gemengen, Syndikate, also Naturschutzsyndikate noch zusätzlich valorisieren, müssen noch ein verbessert Koordination zwischen zuständigen Ministerien und den einzelnen Syndikaten entstehen. Und da liegt ganz viel Potenzial. Dann erlebt wird, da sind wir auch bei der Landwirtschaft, weil eben auch die Syndikate am engen Kontakt mit der Landwirtschaft schaffen. Ich meine, im Moment sind 1500 Hektar, die Sekunde in einem Vertrag mit den 350 Bauern, wo die Bauern noch größtenteils bereit sind, mit auf den Weg zu gehen. Da zum Beispiel hier Felder aufgegrenzt gehen durch Strukturelemente wie Hecke, wie Bäume. Benötigte Spiere, weil sie nicht konnten alles so, was sie wollten. Und da ging ich an das Allgäu. Ich ging nämlich nur verstehen, Herr Polidori, von dem ging für alle, den Herr, die auch vielleicht ging zu mir wollten, dass den Herr Majoris noch etwas will zu. Und sonst kriegen wir das Frauen an das Allgäu. Jacques, außer die Welt, danke. Herr Polidori, sind Sie zufrieden? Ja. Okay. Dann, Jacques, dann gehen wir an den Saal, der aber schon flott von der Lohn, nach ein paar Pappenschwert, weil du gekommen bist. Du meinst, du gut für die Lohn. Ja. Mikrofläche. Du eben, ja. Wie franzt du beim Mikro, oder Christoph, wenn? Also am besten froh direkt und Politiker. Ja. So, da vielleicht, wie Sie drin am Saal an einem Satz, was den du drinnen versteht. Ja.
So dir das. Guck. So dir selber, was Trug. Dass auch Sie dem Selbsten froh versteht. Ja. Und nach dem True Cost Accounting versteht ihr ja, dass er sich die Kosten, die durch Produktion von einem Lebensmittel entstehen, dann auch wirklich mal genau gerechnet gehen. Das heißt, nicht nur zu, wenn die direkt kostet, an den Input, mehr auch die Kosten, die in der Natur entstehen, an auch die Kosten, die natürlich sozial entstehen, durch sozialen Dumping und so weiter. Wenn wir die Kosten alle gut mal rechnen, für zu gucken, was kosten dann verschiedene konventionelle Lebensmittel wirklich und was kosten verschiedene Biomittel, Lebensmittel wirklich. Wie gesagt, für das mal zu rechnen, mit allen Kosten, die dann im Positiven und Negativen dort drin hängen. Also froh ist ja, ob das da an der nächsten Regierungsprogramm steht. Ja, wie gibt das dann mal umsetzen? Wie gesagt, das wird das eigentlich viel gesehen, und dass wir nicht dazu kommen. Ich kann mich nur einfach fragen, wie möchte das, wie ist die Frage, und du, wen will das nicht machen? Wen verpflichtet sich hier? Wir machen nur, wen möchte ein Foto am Raum? Wen also, wenn der Minister geht, wen ginge dann fehlen? Als Landwirtschaft oder an Umwelt, das ist ein bisschen egal, da schafft ihr alles zusammen. 12 Helfringen machen. True Cost Accounting Affäre, definitiv. Die will das erklären. Wen will das nicht? Weißt du, drin der Fanger? Herr Gras, du dir nicht gewiesen? Ja, schönenfalls nicht noch. Da sind die richtig Frankfurt, die nicht Mathieu und Martin Kaber. Ja, dann Herr Hagen, vom Prinzip her selbstverständlich müssen die Überlegung feiern, das ist klar. Okay, Knut Hagen? Ja, ich wollte just, weil es anscheinend noch nicht umgesagt wird. Okay, Terminologie, ja, aber in der Praxis, par rapport zu der, zum Vergleich, bio, konventionell, regional, lokal, humanden, Kriechen an den Maison Relais und so weiter, das gemacht, 3 Pilotprojekte ans Landwirtschaftsministerium zusammen mit den öffentlichen Strukturen, wo sich gewiesen hat, dass, und das war schon eine Diskussion an der Chambre, wo sich gewiesen hat, dass zwischen dem Bio die 20% von den 50% regional und nicht regional am Anfang eine Differenz ist von einem Preisspann von zwischen 14 und 44 Cent, was du normalerweise von der Struktur noch aufgegangen hast. Das ist also nicht so, was oft draußen gesagt wird, dass der Bio an den öffentlichen Strukturen, wenn ein Angebot gibt, über den regionalen Charakter, mehr teuer gibt an der Produktion. Und da sind die anderen Komponenten natürlich auch mit angerechnet. Und das gesagt ich am besten, dass die Demand aus dem Sektor selber bei der Kirche, weil der Preis angefroren hat, Center, den müssten wir übrigens auch ändern, Center 2015, dass in der Tat das Bein mit kann produzieren, für die Kanner zu gehen, dass das hochgeht bis auf 21.000 Plan loden darf in der nächsten, bei der Rentrelle. So, das kontinuierlich am Gang zu wissen, was schon richtig ist, was natürlich auch noch der Marché für die Bio mehr abmischt, auch noch da ein mega ein großer Demand könnt für das am Acklang am Sektor selber zu produzieren. Ja, Herr Hagen, könnt ihr euch dafür stellen, dass das eine Kondition wäre, zum Beispiel bei der PAC, könnt ihr schon damit hören, dass ihr seht, wir bannen auch Förderung oder so und da drunter. Also ich muss so in eine Kondition, also schon teilweise wird keine Chargen, die Restopolis ist schon das beste Beispiel, wir hatten schon eine Reunion noch darüber, wo wir geschwärt haben, wo wir 50% regional machen, von denen 50%, 20% Bio. Das können dann keine Chargen, das machen wir an der Formation, das machen wir am Antigaspi. Wir machen das auch am Encadrement, wie das ganz gemerkt wird. Zu der PAC, weil ich etwas präzise sagen, das ist mein letzter Satz, zu der PAC, zum Plan der Stabilität National, zum PSN. Ich persönlich bin der Meinung, wir müssten mal auf spätestens also 2027 eine kleine Pause erleben, für eine Evaluation zu machen, was alles bräuchte wird. Weil wir tesseln immer nur einen Drop, ob die eine Seite und ob die andere Seite. Und ich werde den Enkelfert, bricht das innen zusammen. Und wir müssen wirklich eine Evaluation machen. Und dafür hast du die Midterm-Review schon auch gemacht für 2026, auch im Niveau von der Chambre, was das bräuchte wird, das neue Agrargesetz. Aber auch das sind höchstens an der Praxis zwei Volljahre. Da muss man aber gucken. Wenn man das vorgibt, wir haben als Movement, ich meine noch mit Landwirtschaft, immer bedauert, dass die Midterm, also dass das an der Haltung von der GAP geht, darüber gesprochen geht, was man erreicht, was nicht, wie eine Reform wäre nötig für die nächste Reform, dass man das kann antizipieren. Ne? Was man
gegen die Rech an einer Leute verpflichten, am Gegensatz zu den vierischen Zeiten, eine offene Diskussion am Midterm zu machen, wo der auch Donnen auf dem Tisch steht, das waren die Repercussionen, dass an zusammen mit den Bauern, sie wird konventioneller Bio zusammen mit der 10, wir mal anke eine ehrliche Evaluation zu machen über die vielen Gelder, die verdient gehen. Ja. Wir sind. Ja, das ist richtig. Ja, wir sind. Ja. Das ist nach Ihnen, das ist nach Ihnen. Ein halb. Ja, das sind 3 Jahre. Ja, aber geht ja seitdem, wo die neue PSN läuft. Also, das geht ja drin für den Zeitraum. Okay, nee, ich will just so, dann hast du noch Hände geregelt. Das ist eben. Mit dann die Drohung, Diskussion als Kind. Wie gut, François Benoit, du wolltest. Ja, ich wollte ganz kurz, also. An dich einfach auch tun, oder? Ja, ich meine, dass ich auf jeden Fall ein Mietum breit soll machen, auch einfach. Weil man sie halt nicht können leisten, für nicht mehr an Detail gucken zu gehen und Mesuren anzupassen. Ich hatte ja auch viel Unterhänger von meinen ersten Interventionen schon gesagt, dass ich sowieso meine, dass es eine Basis muss sein, für überhaupt primären Empfänger zu gehen, dass all Mensch, all Hoff, all Akteur wirklich eine Bilanzierung möchte, für das noch gesagt, wo kann man das schaffen. Und dann ein anderes Beispiel, wo ich meine, dass ich in den Schulkurs Accounting gut auch kann umsetzen, als zum Beispiel Labels gesetzt hat mal anders, weil das an den letzten Jahren gemerkt haben, dass das für mich zum Beispiel etwas, werde ich auch echt so, und das hätte ich auch mehr ambitiös können machen. Ich meine, dass ich das unbedingt muss reformieren, aber wo ihr seht, okay, ein Produkt, dass ich da mehr Kriterien dran möchte, und dass es nicht einfach ein Label für etwas verändert, sondern dass ich da wirklich ein bisschen mehr an Detail geht, ein Produkt, den Männer Impact hat, den, dass den zum Beispiel ein Geringfarbe kriegt, den Männer gut, dass den ein anderer Farbe kriegt. Also nur als geht so, das hat ein ganz gut, genau, ganz gut Propos. Und das zu mir auch aus dem Programm stehen, dass man will in der Label den angefordert Ginas komplett überschaffen in Richtung wie noch vom Nordischkeitsrot proposiert Ginas. Gut. Nein, da gehen wir nach. Ich merke, just die Überlegung, den Schulkostencounting, vielleicht kann ich, wenn man effektiv alle gut fördern, dass die an so viel Daten abholen für Monitoring zu machen, dann darum mal ausweisen, wer die Kaste sind, dem wer die Kaste stehen. Ich weiß nicht, wie ein Produkt bringt, dafür kenne ich das nicht genug. Aber da kann man dem Bauer effektive Resultate hinlegen, so viel Umweltkosten verursacht auf den Betrieb, dass immer mal an einem Lerneffekt. Ich meine, dass eure Bewusstsein fehlt, das zeige ich an der Biodiversität. Also das ganz Bewusstsein ist aber nicht da, und dafür könnte man direkt viel in die Schule drauf. Das ist aber wahr, weil ich nicht gesagt habe, dann zählen und dann hören die noch die Landwirtschaft, das schuld, 80% Doppelland, das ist richtig. Und ich meine, dass da noch viel Mediationsarbeit aber nicht, ich muss gemerkt gehen, wir haben Animateur der Kaptagen zum Beispiel an den Wasserschutzgebieten gemacht, und ich meine, dass ich auch vielleicht so Animateur der Biodiversität ein bisschen brauche, für das Thema Dreh zu bringen. Also das ist evident, dass Biodiversitätsverlust nicht mehr gestoppt gehen, noch zusammen mit der Landwirtschaft. Das finde ich ganz klar so, das ist nicht dagegen. Das ist auch sonst als Information, Nykozenter sei präsent, und auch die Bauern, dass wir eine gemeinsame Umfrage bei den Bauern gemerkt haben, wo ganz klar herauskommt, dass Bauern sich eigentlich erwähnen, dass sie mehr Feedback kriegen über die Reperkussionen, auch am positiven Sinn von dem, was sie bei Programmen mitmachen, dass sie sich eine Informationspolitik erwähnen. Ich mache du mit, willst du ihren Eko. Das ist nicht normal, dass du willst mehr informieren, sie wird dein Engagement an den Wirtschaftsweis auch der Biodiversität bringen, dass man du ein Kommunikationsdefizit tun, den die problematisch ist. Nach Frohstein? Sie nach Froh, du? Ja. Ja. Schwierig. Denn Yves entdeckt sich sportlich, oder? Oder du hörst. Ja, ich will jetzt mal für dich alle gute Filme und merci so für den ganz interessanten Abend und für die ganz interessanten Diskussionen, wie bei verschiedenen Punkten natürlich auch mit Yves nachher können diskutieren, wie den Gemeindebau hier am Land, da sind schon ein paar Punkte geschwärzt gehen, die müssen mit Yves gucken. Mir sind 2 Punkte abgefallen, ich hatte von der Stiefblasch 2 Fragen, dann eine kleine Frage an den Herrn Minister. Beim Punkt Landwirtschaft hat er gesagt, gehabt, das war, wo der Vergleich war, auch mit der Arbeit und so viel, und wir stehen heute nicht an einer Krise. Ich bin ja schon nicht richtig, Herr Minister, wir stehen an einer Krise, und nicht nur an einer Landwirtschaftskrise, du musst alle Sektoren darum bekümmern. Wir stehen an einer enormen Umweltkrise, wo die Landwirtschaft auch ein Teil davon ist. Und ich meine, dass das nicht ganz seriös, wenn ihr da seht, wir stehen schon an keiner Krise. Das wäre mal eine Frage, nicht, wie das genau gemengt hat. Und dann hätte ich eine Frage an den Chef.
wenn ich die letzte Aussagen so lese von einer Bauernvereinigung, die da CSV noch steht, da steht dran, dass, oder ich interpretiere, du musst so gehören, kannst du mich verbessern, dass ich mit Hannah feist, du gehst wehren, dass das Umweltminister mit dem Landwirtschaftsminister zusammen soll kommen. Wo liegt dann da das Problem, dass ein Umweltminister Hand an Hand mit dem Landwirtschaftsminister schafft? Merci. Herr Hagen? Ja, ich bin mir bewusst, dass wir in einer Krise sind. Genau die dritte Krise. Dafür sind wir schon auch hier, darüber zu diskutieren. Biodiversität und Sécurité alimentaire. Ich habe schon in meiner Intervention gesagt, für die Landwirtschaft an die Umwelt mit den Emissionswerten und so weiter. Und ich kann nicht darüber an, für das zusammen zu kriegen, für das man Sécurité alimentaire Lebensmittelsicherheit tun. Was ist da gemeint? Dass wir Gott sei Dank die Chance haben, dass wir rund 800 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre haben, die wir an den Sektor können über die verschiedenen Pilien verteilen. Das ist das, was ich gemeint habe, dass keine Finanzkrise in dem Sinn, dass der Sektor am Start losgeht, dass keine Suchen da sind. Was ich wollte sagen, dass das auch an den nächsten Jahren muss man, der Sektor, die Landwirtschaft, muss man auch alle Güter, die Überlegungen, was die Umwelt überlangt, Biodiversität, muss man finanziell begleiten. Das ist das, was ich damals da wollte sagen, auch für die nächsten Regierungen, egal wen an einer Regierung ist. Die Regierungen müssen Fonds deblockieren, für das es möglich ist, für das wir als Ziel erreichen können. Das ist an dem Sinn, wo ich gesagt habe. Da hätte ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ja, das Melo, ich denke, im Moment, wie noch steht ein paar. Das ist vielleicht historisch bedingt, wenn man meine Geschichte kennt, vergibt da vielleicht so, ich gebe einen anderen Verein zu noch stehen. Das will ich mal dann nicht so stehen lassen. Boah, aber zur Förderung, ich möchte ja am Programm stehen, wie meine andere Partei noch, dass mein Landwirtschaftsminister bleiben kann. Da will man so, das ist so speziell. Die Landwirtschaft schafft man wieder, die Landwirtschaft schafft natürlich mit der Umwelt und du hast ja zusammen, habe ich dann nicht mehr, das auch zu machen. Also, ich stelle einfach vor, wenn man das für was integrieren, man dann nicht so sich in den Ministerien, das soll eine Diskussion geben für Koalitionsverhandlungen, wo man überhaupt nicht sind. Sind wir auch da, wollen wir auch die Wirtschaftsministerien und Umweltministerien integrieren, man hat gut geschwärt von den Ministerien zusammenbringen. Wir hatten gesagt, als Position, die Landwirtschaft ist wichtig. Sie hat einen besonderen Stellenwert, weil sie immens viele Sachen zu lesen hat. Sie ist für die Lebensmittelproduktion sowieso zuständig. Und sie ist auch noch ähnlich wie vielleicht ein Industriebetrieb oder ein Handwerkerbetrieb, schafft mit der Natur und mit dem ganzen Bereich drin. Wir sind hier zu Lützburg enorm kapitalintensiv und enorm arbeitsintensiv. Kein Bauer, den ich kenne hier zu Lützburg, packt in 70 bis 72, 80 Stunden an der Woche mit der Arbeit auszukommen. Und wenn wir über den Bauernstand dann so diskutieren, muss man das auch mal da rechnen. Der Gemüsebau wird nach ein paar Labor 10 Stunden mehr drauflegen wie der Milchbauer. Aber das ist der nächste Job, das ist der Bauernberuf, seine Berufung, ja. Kein Beruf. Das muss man sich bewusst machen. Ja. Gut. Herr Polidori, nach Van Schift. Ja, da ist schon vieles gesagt gehen. Für uns ist es auch wichtig, zum Beispiel für Bauern, die Betriebe überholen, dadurch am Anfang vielleicht kompliziert, dass der Bauer sich nicht sicher, dass da wirklich der Staat intensiv hilft, zum Beispiel bei Bauern, die einen Hof überholen. Und dann die zweite Sache war ja auch für die Schule, von der Formation. Ich denke, dass man da muss noch mehr auch Kampagnen machen an den Schulen, dass man schon für eine Ackerbauschule den Beruf viel mehr thematisieren an der Schule, für mehr attraktiv zu machen. Okay. Vielen Dank für die kurze Antwort. Nach vielleicht ein Antwort oder Replik vom Claude? Boah, ich will zum letzten gesagt haben, noch einen kleinen Remark machen. Ich komme selber aus dem Gemäßbausektor. Für die Runde kurz, das wurde Krise erwähnt, und auch im Kontext von der Nachfolge von den Betrieben. An all den Parteiprogrammen steht, der Gemäßbau soll gefördert gehen. Ein Hauptproblem, den ich gesehen habe, das für mich effektiv schon eine Krise, als einfach, es kommen keine Leute nur. Es geht auf der Ackerbauschule, die Leute von der Ackerbauschule hier, sind guterweise ein Entrepreneur, Marichet-Studiengang, DT, angefordert. Du sitzt im Moment eine Person, nächstes Jahr. Das heißt, wann er will den Sektor wirklich fördern, muss ihn das einfach viel mehr attraktiv machen. Und du, als für mich, eh vom Hauptkrux und auch CSV schwarz vom Erhalten von der Landwirtschaft, von landwirtschaftlichen Betrieben, lang demografisch werden so wollen in nächster Zeit an den Anstieg als eh vom
für mich persönlich von Hauptpunkten in Zukunft. Ich denke, mein, der Rehm hat nachher gefragt, das wäre dann der Lasten, außer ich gucke in den Raum, dass ich, wenn ich nicht gerade schlafe, weil er keine Frage gestellt kriegt, dann soll er sich nachmelden. Dann ist es der Rehm, an die Madame Rietz. Und dann, das ist aber nur als verboten, eine Frage, sie darin zu stellen. Ja, ich bin eigentlich kein richtig froh. Ich will sich zu ein paar Sachen so ein, also zum Thema Biolandwirtschaft. Ich meine, Herr Rehm, hältst du das Mikro ja, ganz ein bisschen näher? Also ich bin auch schon länger Zeit dabei gewesen. Und 2004 hat den ersten Aktionsplan an der EU präsentiert gehen zu dem Thema. Und ich war auch mit einem Major Beamten von Lützebüsch da, wie das zu Nürnberg zu hören. Und ich muss auch so, seitdem ist eigentlich alles falsch gemacht, um einen Bio-Aktionsplan zu schaffen. Es war kein Suchen da, es sind gar nicht die Kriterien oder die Parameter angegriffen, die ich muss angreifen, dass das Vermarktung, dass das Schule, dass das Konsumation am Ganzen, das ist ein ganzes Programm, wo eine ganze Regierung drauf schafft. Und es gibt Länder, die das gut gemacht haben, und die haben noch einen Erfolg, und es sind auch die, die dann über 20% haben oder über 10%, und da sind wir nicht. Und ich so, und denke ganz klar, wir haben noch ziemlich alles falsch gemacht, was man konnte machen seit 2004 für den Bioaktionsplan. Und das hat auch viel mit dem zu tun, wie man auch sonst mit der Landwirtschaft, wie man so auch subventionieren und wie man so auch kommunizieren. Und wenn der Logo so geht, mit dem Gemeinsbau oder so, ich stehe noch dazu, wird das ganz schwer, zu Lützburg etwas zu machen bei dem Umfeld, wo wir dran sind. Wir sind in einem Umfeld, wo die Landwirtschaft das Problem allein gar nicht kann lösen. Und das mit der Wirtschaft ist ganz eng gekoppelt. Da braucht man ganz andere Lösungen. Und ist so ganz provokant. Wir gehen so viel suchen an die Landwirtschaft. Und wenn da zwei Positionsbeweihere gesehen wird von meiner Landwirtschaft, da stimmen wir dazu, dass wir Subventionen machen. Wir stehen zu enger Viehhaltung. Es stehen nur zwei Plakate da, bodengebundene Haltung. Das gibt es wirklich ganz viel Freiheit, die für eine neue Landwirtschaft zu assurieren. Wir haben 180 Quadratmeter Rehbüsch geht all Jahr von einem Lützeburger Konsument vernicht, weil man so eine Landwirtschaft tut, wie man hat. Ungefähr dasselbe wie die Franzosen und wie die Deutschen. Wir sind nicht schlimmer und nicht besser. Man muss in die Realität gucken und dann eine andere Politik machen und dann aufrechten auf Betriebe. Und wir kennen Betriebe ja alle gut. Wir sind gleich Männer wie 1000, die kennen wir schon alle gut, man vier Nummer, man nur Nummer. Wofür machen wir nicht wirklich etwas, wo wir grundsätzlich mal und die Substanz zu gehen, dass Bauern noch wirklich können das machen, was notwendig ist, nämlich biologisch schaffen, Mathe Natur schaffen und nicht irgendwo dauernd Programme, Formulieren ausfüllen, wie das zu optimieren. Dazu mal dazu hinkommen und darüber nur denken, was das wichtig für ein Betrieb, was das wichtig für eine Landwirtschaft. Und du fandest nicht, und wir werden eigentlich irgendwann hinkommen, dass wir eine andere Gesetzgebung brauchen. Und das dauert vielleicht noch ein paar Jahrzehnte. Wie ist ein Zugang zum Land? Und wie bringen wir es fertig, wie ein Grundeinkommen mit der Landwirtschaft anzufangen? Das ist kein besseres Beispiel, kein besseren Sektor, für so Projekte umzudenken und zu diskutieren. Also kein einziges Wahlprogramm dran. Dafür meine ich, sind nicht alle gute Lösungen, die irgendwo probieren, nach einem falschen Ziel zu optimieren. Ich meine, der Gesprächsbedarf ist ganz klar herausgekommen. Merci, Rehm. Dann keine Frage, Herr Uwen, außer mir. Dann aber nur die letzte Frage oder Remarke aus dem Raum für eine Frage. Ja, also, das ist heute noch so ein Punkt, keine Frage, sondern echt meine Meinung ganz kurz. Ich bin nämlich auch eine Quereinsteigerin an Landwirtschaft, komme am Anfang aus der Stadt und sind ja an der Ackerbauschule oder war, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist, wenn es im Schulsystem, das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, mein Problem, weil ich gesehen zum Beispiel auch bei einem Betrieb, wo ich für eine Woche ein bisschen geholfen zu schaffen, war auch einfach den Druck, die haben zwei Kinder auch, und die wollen aber nicht überholen, alle beiden nicht, weil für sie den Druck einfach zu heiß ist, einerseits, und zweitens ist es einfach ein ziemlich kleiner Betrieb, und die viele sich dann auch nicht gesehen, und die sind halt auch um überlegen, das ganz zu machen, weil für sie... Ja, also sie sind mehr keine Ahnung, also sie überleben mehr, wie sie überleben, wie das nach irgendwie an irgendeiner Hinsicht Spaß und der Arbeit tun. Und das fand ich immer schön, als Nachfolgerin das so zu sehen dann. Und also auch dann aufschrecken für viele Leute. Dadurch verstehe ich dann auch, dass viele Leute dann auch aufbrechen mit der Ausbildung oder was auch immer. Tipps auf Bert? Links das Nein vor mir. So, könnt ihr nicht schlafen, wenn ihr noch nicht mehr könnt zuhören? Dann aber ganz, ganz kurz. Ja. Mhm.
Ich meine, also, was, also den Duktus vom Respekt von der Erbschaft von einer Landwirtschaft ist sicherlich ein, den hoffentlich in der nächsten Zukunft durch, wo wir in einem Tisch konstruktiv sitzen, mit der Basis von dem Ganzen sind, aber wir überzeugt sind, dass sie noch ganz präsent sind in der Gesellschaft. Ich ging, aufschließen, ich immer viel merci so für Ihre Geduld und auch all unsere Partizipanten für hier auch Ihre Geduld an die Interventionen. An die Fairness, meine ich das mal. Ja, die Fairness, meine ich war. Zwei fair. Ich ging euch alle ganz herzlich, alle den nur nach den, die Lust in den Pott an so kleinen Häppchen, was da ist zu essen. Und mit das wollte ich nur so sagen. Die gehen nur raus aus dem Saal, ich meine das einfach. Und da geht er durch Handen als die kleine Passerelle wie an den Zirkel, den klassischen Zirkel. Und da haben wir die Büwert, da sieht er dann direkt Getränkstuhen. Da geht er einfach über die kleine Passerelle, da kriegen wir nach Lützebäuer Produkte an Bio natürlich. So, und ich sage viel, viel uns merci an eure Partizipanten. Vielen, ja, merci. Okay, Herr Gras von der Rapperson sieht nicht zum Sekunden, aber sieht absolut nicht vor. Keine Statistik. Das ist keine Statistik. Auch bei der Gefahr, dass ich mich beim Vorsteller nicht beliebt mache. Die Demokratische Partei ist auch dagegen, dass das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium zu engem Ministerium sollen zusammen geschlossen gehen. Au contraire, wollen wir sogar das Landwirtschaftsministerium noch mehr valorisieren. Wir wollen noch die volle Ernährung dabei gehen. Für was sind wir dagegen, für da einen Zusammenschluss zu machen, wenn wir erstens mal der Meinung sind, dass Umweltschutz so etwas Umfassendes ist, dass da den da am Vogel, den man noch mehr Möglichkeiten misst, für seine Aufgabe nur zu kommen, wenn wir nur noch die Landwirtschaft mit integrieren, sehen wir das nicht als eine gute Lösung, echt als problematisch. Und zweitens, für allem, wie das aber auch vis-à-vis von der Landwirtschaft nicht unbedingt die besten Akzent gesetzt. Und da wäre es also klar, dass auch für uns in Zukunft nach dem nächsten Landwirtschaftsministerium muss bestehen bleiben. Auch wenn die Landwirtschaft leider, entschuldige ich, Präsidentin, dass ich einfach mit einer Statistik kommen, nehmen 0,3% vom PIB als letztes Ausmeister, soll das nicht technisch und Landwirtschaft nach wie vor auch in Zukunft ein ganz wichtiges Pilier für unsere Ökonomie darstellt. Ich habe nicht mehr so gefühlt, dass ich mich vorstelle, wie verbessern wir dann zumindest zusammen. Ich meine, du musst die Lohre froh leben an den Saal, wie das mir hier in den Gedanken hat. Die kann vielleicht verbessert gehen. Da sind wir selbstverständlich auf dem Mann. Ich meine, das hat Herr Bönnemann ja auch am Anfang gesagt. Du hast dann eigentlich froh. Ja, guten Abend. Und dann, Madame. Ich habe direkt ein Remark für den Herr Bönnemann eigentlich zu dem Labels gesetzt. Ich fand das eigentlich ein absolut gruselig, schrecklich Katastrophe. Lohrem. Nach Lützebäuer Labels aufhören, wo man immer kann jede Charge machen. Oder. Das ist ein Gesetz, ja. Gestimmt, ne? Das ist gestimmt, ja, voilà. Ja. Und es sind vielleicht dann. Egal, hin und her, wie es ist. Ich sehe ganz. Also, ich halte so Utieren, rein auf Lützebäuer Basis, für komplett verloren. Es gibt an der ganzen Agrarpolitik just ein einziges Beispiel, wo das funktioniert hat und es beim Konsument auch kommt, das waren die. Und sonst kommen wir permanent am engen Stück immer im Label raus, die immens kompliziert sind, die die Konsumenten nicht verstehen, wie der Nutri-Score zum Beispiel. Und fand ich auch dann nach viel mehr schlimm noch dabei, für viele Kleinbauernbetriebe überhaupt nicht accessibel sind, weil die Karriere Charge dabei ist, die für sie unmöglich ist zu erfüllen. Ja. Merci, ich meine ganz kurz, also erstens mal die Label, die GOV, angefordert zum Deal, das auch aufgrund von einer europäischen Direktive an. Nein, das ist auch ein freiwillig sagt, dass nicht alle Menschen, die muss das Label benutzen. Das ist, du gehst dann natürlich denen, die wollen da mitmachen und die,
hier ihre Produkte wollen eben transparent durchlehen. Wir waren in der Diskussion um den True Cost Accounting, können das nutzen. Wenn die das nicht wollen, die machen das eben nicht. Das ist ein Offer, das ist eine Möglichkeit für mit Transparenz ranzubringen und dass man eben gerade den True Cost Accounting von den Produkten können machen. Das ist ein bisschen leicht, dass der Bündemann verdedigt, weil der hat auch viel Kritik in dem Gesetzesprojekt, wie gestimmt ging das. Nein, das war nur solidarisch. Ich schon eine Reform. Das war nur solidarisch, dass das proper. Das war aber dann ich denke, ja, Doris, ja. Ja, guten Abend. Ich denke, Frau zu Thema Landwirtschaft. Am Anfang hast du ja ganz viel geschwärzt gehen über Produktionsmethoden, über Agrarpolitik und so weiter, an den Herrn Minister Mengsch hat erwähnt, wir müssen Ökologie, Ökonomie, Soziales zusammenbringen. Was versteht er genau darin? Was sind soziale Probleme an der Landwirtschaft? Sind da zum Beispiel Betriebe, die keine Nufolger fanden, wegen Lesungen können wir denen anbieten? Und dann ein anderer Froh nach und Altparteien. Sieht er nicht auch Möglichkeiten an der Ausbildung, wo man verschiedene Probleme an der Landwirtschaft Kinder umgehen, den Nofen ugeschwart gesehen, gibt es nicht auch Möglichkeiten für zu verbessern oder auch mehr Leute zu motivieren, Bauer zu gehen, den Berufsstand abzuwerten und so weiter und so führen. Die Frauen und alle Parteien, die wir als Moderatoren haben, sind extrem gern. Es ging aber dann die effektiven alle Parteien, mit Wunsch mit dem Wunsch auf E-Satz. W-Formation. E-Satz-Formation, da finde ich den Claude Hagen, den hat vorhin nicht ganz gut verstanden. Also, wo die soziale Probleme sind an der Landwirtschaft? Die hat gesagt, soziale Ökologie und Wirtschaft zusammenbringen. Und Doris Bauer von einem Naturschutzsyndikat stellt eben froh, wo sind die soziale Probleme am Block an der Landwirtschaft, wenn man sieht, vom Triumvirat schwätzt, ne? Das so richtig resümiert. Ja, akustisch nicht. Reprise für die Betriebe, aber auch sozial aufzuschwingen. Natürlich, ich weiß, das ganze Pensionssystem, das ganze Gesundheitssystem und den anderen Betrieben raus, ne, wie die weiter funktioniert, weil wenn die Jungen aufhängen, dann musst du eine Aufzuschwung sein. Und die Aufzuschwung muss sowohl ökonomisch sein, natürlich auch teilweise finanziell, ne, über Businessplan, dass die Politik nicht alle 5 Jahre oder 10 Jahre die Richtung ändert an ökologisch, wenn du mal die ganze Zeit drüber geschwärzt. Das sind die drei Sachen, die müssen wirklich suchen. Wenn ein Waschfeld, wenn die soziale Aufzuschwung nicht mehr da ist, dann wird kein mehr an den Beruf engagieren. Das ist meine Meinung. Selbst wenn die anderen zu mir waschfeld, dafür müssen die drei zusammen sein. Hey, sonst wirklich das 20 Job, wir wollen um halber abhalten. Sonst wirklich sind wir in E-Satz, Formation, was ging da machen? Ich fange beim Herrn Margerus. Ja, wir proposieren Digitalisation, muss mal den Weg finden an Bauernbetriebe. Wir proposieren, dass Formationen gemäht gehen an Beratung. Wir geben noch Mengen, dass es nicht einfach ist, für einfach von null auf nicht Bauer zu gehen. Das heißt, der Staat muss auch finanziell Anreize geben, erstens, wenn Terra-KfU geht, und zweitens auch dann eben am Konsensus mit Banken erlauben, dass so Leute präkriegen unter anderen Konditionen wie in Online-Wirtschaft. Tipptopp, Chef Bohnen. Ja, wir proposieren, das ist gut, wir proposieren eine Urlaubstelle für die Bauern, wenn sie etwas Neues wollen machen, ein bisschen wie die Luxinnovation an der Ökonomie. Ja, ich meine, es muss wichtig sein, dass die Leute, die an der Ackerbauschule sind, wirklich von Anfang an auch die ganze Panoplie von der Landwirtschaft beibringen können. Dass man das, ich meine, es ist auch ganz wichtig, dass man in Zukunft auch noch mehr einfach machen für Quereinsteiger, annehmen noch gerade Leute, die eine Umschulung wollen, also die wirklich mich spät merken, ich schon wirklich Lust, mich an der Landwirtschaft zu lancieren, dass die eine Ausbildung kriegen und nach mir einfach kriegen, an den Beruf ranzukriegen. Tipptopp. Herr Hagen, du hast gut vier Bilder an dem Kurzen. Ja, wir haben mit der Landschule und mit der Jungbauer geschwärt, um in denen die Propositionen alle gut in überholen. Ich denke, das haben wir in der Gage gesetzt. Ich meine, wenn der Beruf das wünscht, das haben wir so angesagt. Und da stehen alle gut in die neuen Initiativen dran, am neuen Agrar gesetzt. Die Kiki kriegt wohl nicht. Die sehen nicht die Karte. Dann hat er so Lust, dass das richtig schwer sieht. Dass die Ja, dass das ganz zufrieden sieht. Okay. Gras. Ja, das war nur. Wir sind nicht mehr auch nicht. Herr Grass. Also, der Beruf vom Bauer ist effektiv heute so komplex.
Und wir hatten bei der Diskussion über das neue Agrargesetz gerade viel über die Formation Diskussionen. Und ich meine, ja, gewiss, dass das gerade meine Partei sich dafür angesetzt hat, dass die Formation soll optimal sein, sogar verbunden mit einem Auslandsaufenthalt. Und wir sind noch nach wie vor der Meinung, dass die Formation kontinu soll sein und dass die beispielsweise ausbilden soll für einen Jungbauer geschehen, weil sie dann in dem Moment die Komplexität von ihrem Beruf noch werden viel besser verstehen und noch viel mehr Freude werden kriegen bei der Ausübung von ihrem Beruf. Herr Dietrich? Ja, ich denke, dass schon vieles gesucht gehen soll, nicht für alle mit den Akteuren gucken, dann soll ihn eben noch an Formation auch schon abbauen, noch fehlen, eben Formatung, möchte viel jahren, kann noch abbauen und auch eben noch die Diversifizierung von dem, was er kann aufbauen, dass das auch ein Teil davon ist, aber das ist auch nicht die großen Experten an der Formation von den Medien. Ich meine, das muss ich mit den Leuten auch wirklich gucken und das zerrühren und abbauen. Und das eben noch von Anfang an, weil werde ich schon mal kriegen, dass das eben, dass ein wenn ich zu dir verdenke, man denkt, Bauer Schwärzen, da seht ihr, ich sehe, die ganze Formation, die ich gemacht habe, die ist total in die dritte Richtung gegangen. Und dann kriege ich ganz andere Sachen gezählt, die von mir auf Wort gehen. Und dann merkt ihr aber, dass die Formation, ob sie die Phase in der Vergangenheit, Basisformation, nicht die war, an lo fordere mal andere Sachen von unseren Bauern. Und das ist unglücklich. Das ist die Formation, das ist da, wo ich strukturell als Politik auch schon kann Challenge setzen. Ja. Merci, Herr Schoß. Ja, wir haben ja eigentlich immer schon eine Formation gehabt von den Bauern durch die Ackerbauschule, wir haben eine neue Ackerbauschule gekriegt. Wir haben auch ganz viele Bauern, die heutzutage nicht nur eine Ackerbauschule haben, sondern die auch nur nach einem Ingenieur-Agronom oder vergleichbares Gemäht haben, dann immer in Betriebe zurückgekommen sind. Und ich denke, die wissen ganz genau, die Bauern von heute, dass es ein Lifelong Learning gibt, dass sie permanent lernen muss. Weil das, was 24 Jahre vorher war, ist vielleicht heute schon nicht mehr vorher. Also wir in der Medizin lernen das auf jeden Fall ganz sehr. Mit der Covid hat das gewesen. Und wenn wir dann gucken, dass das Hauptproblem, das trotzdem beim Bauer auch für die Quereinsteiger immer drüber leidet, dass